Servus Leute, hallo und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Livestream. Ja, wieder zurück, wieder hier beim LAPD. Aber, ja, heute haben wir was Besonderes vor. Ich weiß jetzt schon, dass ich mich in einer Minute wieder wiederholen werde. Deswegen, ja, sobald der Chat durchrasselt, sehe ich, dass ihr da seid. Aber, ja, für die, die was es vielleicht jetzt schon hören, hallo und herzlich willkommen zum Livestream. Und ich hoffe, euch allen geht es gut da draußen. Ich hoffe, ihr alle seid fit und fröhlich. Immer schön fröhlich bleiben. Ja, hey O'Neilly, hab einen schönen Stream und ein schönes Wochenende. Dankeschön, lieber Ike. Herzlichen Darm. Geht's euch gut da draußen? Mir geht's, ja, toll. Mir geht's gut. Kann mich nicht beklagen. Und ja, wenn man streamt, geht's einem natürlich gleich immer besser. Aber, ja, heute haben wir was vor. Wir haben heute was Besonderes vor. Und zwar werden wir heute uns ein Taxi schnappen. Funktioniert alles andere. Jetzt ist ja großartig. Besser kann es nicht sein. Ich werde mir heute ein Taxi schnappen. Und das werde ich dann undercover herumfahren. Da werde ich mir jetzt noch so ein richtiges Taxi-Outfit, so ein klischeehaftes Taxi-Outfit mit allem machen. Und dann werde ich mich ein bisschen um die Straßen ziehen. Und mal hier, ja, forschen, was so abgeht. Mal was anderes. Habe ich noch nie gemacht, aber ich habe mega, mega Bock drauf. So, auf so ein bisschen Undercover-Action. Ich würde sowieso mal sagen, ich melde mich jetzt mal an. Ich ziehe mir gar keine Uniform, dass mich gar niemand im Taxi erst sehen kann. Das ist auf jeden Fall schon in die Richtung Taxi. Ja, ich mache mal so Privat-Outfit. Was haben wir hier? Privat, sowas. So. Grüße. Servus. Das Smith? Wenn ja, Kuss. Aktive Leitung, ist keiner da. Patrol ist gerade wenig los. Okay, passt. Ich trage mich mal ein bei der Patrol. Am Freitag am Abend sind sie noch nicht so motiviert. Ich fahre einen Straßenwagenmarkt. Oder gibt es eine Kategorie Taxi? Nein, Straßenwagenmarkt. Ich bin im City, bin ich unterwegs. Wobei, ich bin fast der freie Sondereinheit, oder? Ja, Taxis fahren eher in der City. Ich bin im Funk 1, ich bin der Lincoln und ich bin dabei. Die Nummer 15. Ich bin ein Captain und heiße, was ist denn das für ein Name? Czerniki Janust. Fast schon Zungenbrecher, Alter. Handel heute O'Neilly Friday. Ja! Ja! Heute ist Handel Friday. So. Machen wir mal alle, wenn wir motiviert sind, machen wir mal alle ein Hip Hip in den Chat. Weil wir müssen so toll sind. So. Lincoln 15 ist Tenate. Servus, grüß dich. Servus, grüß dich. Grüß servus. Grüß dich, servus. So. Ich hole jetzt mal Geld. Und dann auszahlen. Alter, wie viel Cash ich habe. Müssen wir 50k und dann fahre ich gleich mal in die Werkstatt und lass mir mal den Hobel. Ne, zuerst mache ich mir mal ein Outfit. Glaube ich. Ich hole mir mal den Hobel. Unbedingt dieses Taxi. Wie die Leute hip hip in Chat machen. Lost, Freunde, ihr müsst Hurra draufschreiben. Special. Oder gibt es so ein sexy Taxi? Schaut's mal her. Da gibt es so ein Special Meshel Sexy Hexy Taxi. Sally-san, der seit 20 Monaten dabei ist. Na, Andl, alles klar bei dir, bin wieder da. Ja, freut mich. Ja, freut mich. Das ist das Crown Victoria Taxi. Schaut mal, wie geil das bitte ist. Da können wir Yellow Cab, können wir raufmachen. Dann können wir Andls Autohaus. Bitte schaut's, Chat. Andls Autohaus. Warte mal, kann ich da irgendwas? Ist das ein Taximeter da drin? Ah, das ist so ein Taxi. Kann ich die Blaulichter vorne ausbauen? Das wäre nämlich ziemlich... Ja, kann ich. Oha. Schau, dann siehst du es nur so. Das erkennst fast nicht. Das ist ja geil. So, ich stelle mir den jetzt noch einmal kurz in die Garage rein. Bei den muss ich jetzt noch voll tunen lassen. Ist nicht das beste Auto, aber mit dem kann man auf jeden Fall undercover rumfahren. Wolfi, du Seegurke. Wie geht's? Lincoln 38, jetzt auch wieder 10-8. Falls euch fragt, ich habe meinen Stuhl so ein bisschen nach hinten gelehnt.
Weil ich tue heute maximal chillen. Also das ist nicht der. Warten Sie, Herr Kollege, ich habe ein neues Auto und ich weiß nicht wieder. Sonst holen Sie ihn raus, ist wurscht. Was? Aber ich mach. Ja, das gelbe gerade oder was? Ja, ja, ich fahre heute mit dem Taxi rum. Weißt du, wenn brauchen, ruft's mich an. Ja, super, ich komme drauf zurück. Super. Den fahren wir dann ins Ballwerk. Oder in Andels Autohaus. Schau mal her da. So, jetzt haben wir den. Jetzt schauen wir mal, dass wir ein Outfit kriegen. Am besten weit weg. Irgendwie sehe ich mich schon in der Geiselnahme. Dass ich irgendwo gekidnappt werde. Das Ding ist, ich muss heute eng im Funk, weil wenn ich als Taxi jemanden anhalte. Die Leute werden das safe checken, dass ich hier mit dem Taxi anmarkt unterwegs bin. Am besten, ich führe mich noch so ein bisschen auf wie so ein Vollhorst. Dass man mir das wirklich glaubt, dass ich nicht ein Polizist bin. Woran könnte man es am ehesten erkennen? Da hinten, oder? An dem hier. Serhat, moin, wie geht's? Wünsche dir viel Spaß beim Stream. Ja, danke schön, mein Lieber. Kuss, Kuss, Kuss. Küsse deine Herz. Und natürlich auch nochmal herzlichen Dank an Magdalena Rieser, die hat vorm Stream hier wieder. Die hat vorm Stream hier wieder 5 VIPs geschallert. Dankeschön. So. Wir sind heute echte Undercover-Polizisten. Ich brauche jetzt nur noch ein adäquates Taxifahrer-Outfit. Ich habe da schon so irgendwas so im Sinn. Ich habe da schon so ein bisschen. Wie soll man sagen? Ich habe da eine Idee, wo ich hin will. Die Frage ist nur, ob das umsetzbar ist. Ich brauche mal so eine richtige, so eine Jacke. Ja, sowas. Oder ist das schon zu klischee? Ich brauche so eine Jacke irgendwie so. Wie so ein klischeehafter Taxifahrer sein. Sondereinheit Morris meldet sich zum besten Taxi-Stream aller Zeiten. Ja! Schnallen Sie sich die Handschellen an und willkommen im Bau. Ja! Let's go, Freunde. So, darunter so ein Jeanshemd. Ja! Ja, 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 ja. So, und dann, ich brauche so eine Mütze, Oberteil. Haben wir noch hier eine Hose. Die Arme passen doch, oder? Er hatte vorher ja auch die Jacke an. So, Schuhe passen gar nicht. Hose. Braucht er auch sowas standardmäßig. So. So, was könnte man für eine Hose nehmen für einen Taxifahrer? So eine Cargo-Hose. Irgend sowas. Ja! Das ist eine Anzugshose. Ja, das wäre jetzt ein Kulturschock. Schnauze, ich habe jetzt keine Zeit für Dispatches. Sowas? Ach du Scheiße, ist das ein Kulturschock. Na, passt das Hemd aber nicht. Kollege, bist du nicht zu dem Unfall oben unterwegs? Auf der Kartbahn war ich vorhin, das ist auch gut gearbeitet. So ein Hemd ist auch fresh. Da ist noch der andere Dispatch. So ein Hemd passt aber auch, ne? Ich glaube, ich nehme so ein Hemd, aber dann passt die Hose wieder nicht. Unten am Auto aus. Sowas würde ich. Absolut, Baba. Da ging Tänzer drin. Aber jetzt sehe ich auch gerade, jetzt ist auch das FD mittlerweile im Dienst. Muss aber dann jetzt gerade in den letzten Minuten passiert sein. Ja, das kann, willst du das kann nicht rufen. Wahr sein. Bin ich keine Hose. Ich brauch so eine richtige. King Ten, rufst du den eben an? Ja, mach du das mal kurz, ich bin gerade in der Zeit. Sieht schrecklich aus, oder Chat? Ja, da passt das Hemd wieder nicht. Alter, ich bin schlimmer wie eine Frau. Darf doch nicht wahr sein. Da könnte man jetzt wieder das. Da könnte man jetzt wieder das offene, chillige Hemd ballern. Es sieht schrecklich aus, Chat. Es sieht wirklich. Es sieht einfach. Im wahrsten Sinne des Wortes sieht das gerade katastrophal aus. Aber irgendwie fühle ich's. Gerade weil es katastrophal aussieht. So, der brave Junge. So, was kann man hier noch? Die Hose, die Schuhe. Bei den Schuhen nehmen wir es so richtig, so. Ja, sowas. Alter, sieht das katastrophal aus. Chat. Alter Schwede, sieht das schrecklich aus. Ich habe gar nicht gedacht, dass es so. Die Hose geht gar nicht. Das kann ich nicht. Das kann ich von hinten nicht vereinbaren, die Hose. For real. Das geht nicht. Brauche ich. Gibt es da sowas? Ja, das kann ich eher vereinbaren. Sieht trotzdem schrecklich aus.
So. Da brauche ich jetzt noch eine andere Brille. Abends. Grüße. Ich brauche jetzt noch. Ich glaube. Ja, ich brauche eine Mütze. Ich brauche definitiv eine Mütze. Ich brauche so eine. Ja, sowas. Sowas will ich haben. Das ist, finde ich, klischeehaft Taxifahrer. So im Braun. Ja. Ja. Wir kommen dem näher. Wir kommen dem definitiv näher, wie ich aussehen will. Jetzt brauche ich noch so eine Streberbrille. Definitiv, Alter. Definitiv. Das ist der Morris, so wie ich ihn haben will. Jetzt brauche ich nur noch eine andere Frisur. Da hat es definitiv meinen inneren Monk geschallert. Jetzt ab zum Barbershop. Park natürlich extra dumm. So, lass mich mal schauen. Die Haare. Es geht nur das Fresh. Oh ja. Das muss so eine Frisur. Ach du heilige Scheiße. So die Locken, oder? Darunter. Ach du heiliger Bimbam. Und einen anderen Bart. Brauche einen anderen Bart. Ja, so ein Bart, oder? Sowas. Oder was sieht denn auch so richtig? So wie soll man. Oha. Digga, so ein Bart, Alter, knallt anders. Der ist es, oder? Der ist es. Junge, wie geil sieht das aus, Alter? Yo, Alter, so gehe ich heute Dispatches anfahren. So, jetzt muss ich den Hobel noch tunen. Hey, mehr Taxifahrer geht nicht, oder? Leute. Also das ist jetzt wirklich 100%. Jungs und Mädels. Menschenskinder, ich muss aber danken gehen. Sonst geht mir der Hobel da noch ein. Ich muss jetzt so einen österreichischen Taxifahrer spielen. Chat. So, wo man so sagt so. Jo, servus, wie geht's dann? Ich muss halt so mit dem richtigen. Soll ich halt so einen Wiener Dialekt spielen? So, weißt du, wie das ist, ne? Ich meine, ich bin halt eher aus dem Taxistand raus. Und dann habe ich mich da hingesetzt, ne? Ich meine, irgendwo ist eh auch Urarsch, ne? Was die da tun. Ich werde mich jetzt auch so unter. So ein bisschen undercover unter die Leute mischen. Ich werde ins Autohaus fahren. Ja, dort und da. Ich werde da halt so ein bisschen undercover den Otto machen. So, lass mich mal hier schauen. Erst ich weiß halt nicht. Ich meine, muss ich hier rein, oder? In die Werkstatt. Ich meine, hat eh nicht offen. Dann müssen wir. Linke CD mit der Info, das FD hat sich bei dem Verunfallten jetzt noch nicht auf sein Dispatch gemeldet. Dann würde ich sagen, fangen wir da jetzt. Wir haben alle zugemacht, schau. Wir haben ja auch noch keine Meldung gemacht, dass die wirklich im Dienst sind, oder? Erst. Ich hab nichts. Haben die alle dazu jetzt, oder was? Ich muss die Hupe ändern. Wenn die im Dienst sind, erstmal die Freigabe, das war. Oder macht er okay. Erst, das ist voll lieb von Ihnen. Egal. Erst, haben Sie Zeit, dass Sie für mich ja vielleicht egal, ein Tuning machen? Negativ, leider nicht. Ich bin der Einzige, der heute im Dienst sein wird, weil ich für einen News Marshal heute Abend die Autos bei einer Übung auf Vordermann bringen wieder. Na okay, ja dann, dann werde ich das anderswertig machen, gell? Dankeschön. Ja, ich danke Ihnen, gell? Ja, wiederschauen. Tschüss. Wiederschauen. Ja. So, gehen wir Baba Schnelltuning machen, hätte ich gesagt. Sofort in deine Gebiet 10-8 und fährt hoch ins County. Erst Maria im Himmel. Was machen wir da jetzt? Weil die Hupe muss definitiv raus. Ich kann auch keine Kopfhupe da drin haben. Irgendwas Neues, irgendwas schon passiert? Ja, eben ein Schussgefecht.
Jetzt schon Schussgefecht. Schaut die Matten drin. Ihr seht was. Lass mich einmal die Hupen. Wird ja nicht ruhiger. Nur weil sie Hupen hat. Als ob der keinen. Nein, jetzt habe ich die Kopfhupe auch noch ausgewählt. Will die Clownshupe haben. Nein! Ich kann bei dem die Hupen nicht ändern. Matze! Nur weil sie Hupen hat. Das ist so scheiße. Die verlegen. Jetzt geht mir die Kohle aus, oder? Ah, jetzt muss ich wieder irgendwo ein Bankomat suchen. Jetzt ist mir wieder die Kohle ausgegangen. Mein Gott, beim anderen wäre es sich ausgegangen. Beim Mechaniker kostet das Ding tunen 13.000. Dann Bankomat. Ich hoffe, der funktioniert. Ah. So. FD ist bei dem Verunfallten eingetroffen. Was baut denn der auch einen Unfall, bitte? Hat keinen Unfall zum Bauen. So. Mach mal. Ich fahr da mal das County hoch, ne? Scheiß Hupen. Schau, wie ich herumfahre. Wie so ein Frühkoffer. So, lass mich einmal schauen. Turbo. Bauen wir rein. Panzerung voll. Motor voll. So, alles drin. Kann man die Scheiben dönen? Kann ich nicht. Wenn wir da fette Felgen raufbauen. Ah, ich lasse die scheiß Standardfelgen. So, die Scheiße. Jetzt haben wir meine eigenen Kollegen dann. Alter, wie viel Sprit fristen die Mulli da eigentlich? Jetzt nochmal ins PD mich ausrüsten. Ich pack da in der Sperrzone. Einfach rum, weil ich es einfach kann. Scheiß da. Achso, ich wollte mich ja ausrüsten. Ja, grüße Gott. Er ist total schockiert gewesen. Frage, ist das normal, dass ein Taxi quer am PD-Parkplatz steht? Erst, das ist meines. Ja. So, die Reis, lass die Reis, also noch tanken. Jetzt bin ich voll ausgerüstet, jetzt fühle ich mich sicher für eine Schießerei. Lass mich mal schauen da. So, lass mich mal gucken. Lass mich gucken. Was da heute so geht. Luki. Brauchst du auch einen Sprit? Ja. Mein Auto hat ein bisschen Durst. Ja, dann hol dir deinen Sprit. So, jetzt flecke ich da voll herum. Ist da maximal viel. Ich würde halt jetzt mit einem Markt zu Rango in der City unterwegs. Holen wir uns da irgendwo eine Pizza, oder? Das, was ich einmal mache. Ich glaube, der checkt das, dass ich das bin. Ich hatz da jetzt voll durch die City. Will richtig viel Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Schau, ich fahr!
echte Rennfahrer sind heute unterwegs, ja. Lass mir mal. War gleich in die Taxizentrale und höre mich da mal um. Soll ich so tun, als ob ich bei Sehnen arbeite? Ich nenne mich daher Schnitzler. Ich bin der Herr Schnitzler und ich arbeite beim Taxicab. Bin der Neue. Da haben wir mal ein paar Kriminelle da. Grüße, grüße, servus, servus, grüße. Hallo. Ui. Na schauen Sie, was machen Sie denn schon wieder? Fahren Sie weg da, das ist nichts für Sie. Ja? Jetzt kommen. Fahren Sie weiter, da gibt's nichts zum Sehen. Ja. Na, Hätten Sie mal vielleicht einen Führerschein für mich? Ob ich einen Führerschein habe für Sie? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Nein, braucht man einen Führerschein oder was? Ja, natürlich. Braucht man keinen Führerschein. Wissen Sie, was ich jetzt mache? Ich gehe mir jetzt ein Auto kaufen und einen Führerschein. Ein R8. Bleiben Sie mal bitte hier. Was soll, was wollen? Ich will Ihnen Ihren Führerschein geben. Was wollen Sie mit meinem Führerschein? Also waren Sie ein bisschen flott unterwegs. Ich war das nicht. Nein, das war ich nicht. Da haben Sie auch meine Spur geschnitten. Nein, ich war das nicht. Erst lasst uns die Herrschaften da bitte da hinten ihren Job machen, Herr Officer. Ja. Fahren's nach Hause, gehen's Hotdog essen, gehen's weiß nicht. Nein, nix Führerschein da, ich fahr jetzt nach Hause. Ich kann die Maßnahmen auch unter Zwang durchführen, wenn Sie das lieber wollen. Das ist jetzt aber Staatsgewalt, gell? Jo. Tatsächlich bin ich die Staatsgewalt, das ist vollkommen richtig. Mhm. Jo. Wollen Sie mir jetzt einmal den Führerschein geben oder wollen wir das unnötig in die Länge ziehen? Ich gebe Ihnen nicht gerne meinen Führerschein, aber ausnahmsweise können Sie ihn sehen. Bitteschön. Ah, perfekt, das. Vielen Dank. Ja, ja, ja. Das war doch gar nicht so schwer. Nö, gell? Gut. Darf ich mit dem Auto heimfahren? Natürlich nicht. Stockt mir. Kann man da einsteigen? Ah, scheiße. Nee, das ist natürlich abgeschlossen. Mecke. Okay. Ich belasse es dann einmal bei einer Verwarnung, aber... Verwarnen wollen Sie mich für was denn? Dass ich dann mein Auto kaufe oder was? Nee, dass Sie zu schnell in der Stadt unterwegs sind und meine Spur... Ja, was war ich denn schnell, Herr... Beweise will ich haben. Habe ich alles auf meiner Bodycam. Ja, mit Ihrer Bodycam. Aber wie gesagt... Gehen Sie mit Ihrer Bodycam... Nein, vergraben Sie die Bodycam da drüben im Sand, Herr... Ich belasse es jetzt einfach bei einer Verwarnung. Ja, ja, nicht du. Beim nächsten Mal ist so flott. Was? Ja, wollen Sie Ihren Führerschein nicht wieder haben? Gut, wenn das die... Brauche ich nicht. Ich bin vorher auch schon ohne gefahren. Dann weiß Bescheid und wird die nächsten Tage... Bitte, hier kriegen Sie einmal Ihren Führerschein. Brauchen Sie nicht okay, so deppert lachen, Herr. Das habe ich gehört. Ja? Und ich weiß, Sie machen einen anstrengenden Job, stehen unter Zeitdruck, aber ein bisschen langsamer. Ja, sehen Sie, ich fahre die Alkoholleichen gleich wieder heim dann, ne? Weil sie jetzt wieder auf dumme Ideen kommen. Ja. Gut, einen angenehmen Abend. Ihnen auch. Oder die Leute, die hier zu schnelle Sportwegen kaufen und danach irgendwo verunfallen. Die hole ich dann auch vom Krankenhaus, ja? Und was machen Sie? Was machen Sie, Sie Sesselbubser? Ha? Ich pupse ja nicht in den Sessel. Ja, wenn Autos sitzt, ne? Ja, richtig. Der hat sogar Sitzheizung. Ist zwar bei den Temperaturen nicht so angenehm. Ich wollte mal, mal gucken, wann die auf Sitzkühlung umsteigen. Ja, ja. Wenn ihr mal so viel gehört hättet, mei, das wäre was. Der G63 kostet 495. Kann sich alles erarbeiten. Könnte man nicht leisten. 495. Ja. Waren Sie schon mal Taxifahrer? Gut, dann will ich noch ein bisschen sparen. Ich nein. Ich auch ja. Schade. Weil dann wissen sie, dass nicht so viel verdienen. 100.000 anhalten. War die G-Klasse. Ja. Das ist dann wahrscheinlich die G64. Ja, dann wissen sie halt einfach, dass sie nicht so viel Geld verdienen. Aber die gehört bei uns nicht. Okay, okay. Was muss man eigentlich arbeiten, dass man sich da was leisten kann? Würde ich schon immer mal wissen eigentlich. Ich kenne unterschiedliche Schichten, die hier kommen. Unterschiedliche Schichten? Differenzieren sie zwischen Schichten? Nein.
Berufsgruppen, so, jetzt habe ich das richtige Wort. Also tatsächlich von... Wollen Sie mir sagen, dass Sie zur Unterschicht gehören? Nein, das würde ich damit nicht sagen. Das ist aber ganz schön abgehoben von Ihnen, gell? Aber so war es nicht gemeint. Na, das schmeckt gut, das Essen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke, ebenso. Ja. Kann man Ihnen helfen? Was gibt's denn für Autos? Ja, also, Preis minimal 10 Millionen. Minimal 10 Millionen. Da gibt's gar keine. Also das höchste wäre 7, schieß mich tot. Das heißt, Sie haben nichts in meinem Budget. Für 10 Millionen nicht. Für 7 Millionen ja. Ich rede von Cent. Ach so, ja, dann... Dürfen Sie vielleicht mal ein A6 anfassen oder so? Ja, darf ich ein A6 einmal anfassen? Anfassen geht. Danke. Und wie ist es so? Wissen Sie, zwischen dem Auto und mir fühle ich die kinetische Energie nicht. Dann wäre es, glaube ich, nicht das Auto Ihrer Wahl. Ja, das ist definitiv nicht das Auto meiner Wahl. Na, ich will Sie da auch nicht unnötig... Wollen Sie auch nach Auto schauen? Nee, alles gut. Sie stehen einfach nur da, ne? Richtig, ich habe mit denen das Auto aus Deko. Tun Sie nichts hakeln? Nee, aktuell. Was haben Sie sich da gekauft? Was ist denn das? Das ist ein Bugatti Chiron. Ein Bugatti Chiron, bist du, das habe ich bis jetzt immer nur in die Hefteln gesehen. Mein Gott. Wie BS hat denn das? Das ist eine verdammt gute Frage. Ich denke mal, das kann der da hinten eben beantworten. Wie viel BS hat denn das Schiff? Also voll getuned waren es, glaube ich, 1500 irgendwas. Na, hier Sprumpfzeit, das ist ja mal ein Wild. Wie will man sowas bändigen? Was kosten sowas? 5.250.000. Geringverdiener. Tuning nochmal 1,6 Millionen. Obendrauf. Geringverdiener nennt man sowas. 5 Millionen Dollar oder was? Ja, 5 Millionen. Achso, keine Cent. Ja gut, 5 Millionen Dollar ist... Scheiße, da war ein bisschen Hand dabei. Jetzt ein bisschen... Ja, da brauchen sie noch nicht weiche Knie bekommen. Na, da rinnt's mir den Hosenbeinen raus, ich muss da weg. Sag mal, wie haben sie denn so viel Geld gemacht? Also wenn ich Taxi fahre mein Leben lang dreimal um die Welt herum, kann man vielleicht die Folgen von dem Scheiß da lassen. Das kann ich Ihnen leider nicht sagen, ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Sie haben ein Auto gekauft und wissen nicht mehr. Das ist ein Wahnsinn. Die Jugend von heute, das ist ein Wahnsinn. Ich meine, mein teuerstes Auto hat kostet auch 3 Millionen. Ich habe keinen Plan, wie ich an das Geld gekommen bin. Wollen Sie mich jetzt anflexen? Nein. Das war aber gerade ein harter Flex. Gut, dass ich meine Klappe halte, ehrlich. Was machen Sie beruflich? Ich bin Azubi hier. Ah! Das ist jetzt eben meiner, gell? Den kann ich hier mitnehmen. Guten Tag. Wird die Jugend von heute nicht mehr grüßen, gell? Ja, war sie. Ja. Aber dem Auto würde war das nicht der F60? F40. F40. Ist der jünger worden? Weiß ich nicht. Also, wir gehörten das Cop-Taxi dann. Das gehört dem einen, der da vorher gekommen ist. Der Koffer. Welches Taxi? Taxi? Seins hier vor uns. Ja, da war vorhin so ein Koffer. Das kommen. Ich brauche Red Bull. Ah. Also. Habt ihr auch schon mal Red Bull getrunken? Ja. Jeden Tag.
Weißt du was? Wissen Sie, was eigentlich da fehlt? Erdbeermilch. Finde ich. Ich bin eher der Schokomilch-Fan tatsächlich. Schokomilch? Wo haben Sie denn Schokomilch getrunken? Ich habe ihn noch gerne gefunden, aber wenn ich jetzt zwischen Vanille, Erdbeer und Schoko, dann bin ich eher für Schoko. Yeah. Das ist aber schon geil. Na, ich sehe Urleihwand, ne? Was machen Sie heute noch so aus einem schlechten Eindruck? Gut, da war hier ein roter S63. Nein. Mit dem Kennzeichen, genau, mit dem Kennzeichen. Was war das für ein Kennzeichen? Ich hab damals in meiner alten Heimat habe ich auch immer verackert Brot mit Krähen gegessen. Bis dann noch ein. Na? Mehrrittig war das, ne? Nein, ich meine, das ist sehr urleibend. Aber ich hab grad das Kennzeichen nicht. Das ist egal, aber ich kann Roter ist 62 hier. Ja. Ruf den mal an. Ich hab da nämlich jemanden, den ich suche. Ich muss noch abstechen. Sie suchen wen? Wissen Sie, wir vom Taxi-Unternehmen, wir finden das immer alles. Ne? Ja. Mhm. Ja. Ja. Na, ist sehr urleibend, ne? Ich mein. Sagen Sie mal, wollt ihr uns denn Ihre Schuhe putzen da? Wo kann man das so hinkriegen? Wo kann man das so hinkriegen? Sagen Sie mal daher. Das ist ja. Das ist ja urleibend. Wieso? Na, wollen Sie da einmal. Das sind die Schuhe putzen, ne? Man, ich finde das urleibend. Ja, dafür habe ich ja Azubis. Die machen das dann immer, wenn ich Feierabend mache. Schaut's den Kopf fahren, ne? Geht da über Auto. Genau, die Schuhe nehme ich dann abends mit nach Hause und dann kriegt er die morgen wieder. Ach so, ja. Frisch geputzt und gut riechen. Nein, eh urleibend, ne? Lehrjahre sind keine Herrenjahre, oder wie war das? Nein, ich muss jetzt dann wieder mal nach Hause fahren, ne? Weil daheim wartet nämlich meine Anaconda. Die muss ich nämlich jetzt einmal wieder füttern mit echten Hosen. Ne? Da fahre ich dann eh wieder nach Hause. Na, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, ne? Salut. Danke. Ja. Wünsche mir ihn auch. Informativ, Dealer auch sauber. Punkt, check. Das Auto habe ich vom Vatern gehabt. Ja. Ein voll schönes Auto. Ja, ja. Ja, das stimmt. Das ist ein schönes Auto. Schau, der passt zu dem da drüben, oder? Schon fast Partnerlook, oder? Ja. Na, gell, das ist. Da wünsche ich noch was. Servus. Wieso ist das Taxi so auffällig? Ich will das unauffällig bauen. Die aktuelle Lage, worauf muss ich achten und was ist heute schon passiert? Scheiße. Warte mal, wie machen wir das jetzt? Ich habe Verfolgung mit Schusswechsel, zwei bewusstlose Opfer sowie Täter. Denk vor die Kotki. Ich hoffe, die fladern jetzt nicht mein Auto. Nochmal. Scheiße, warte mal. Ist gerade eine freie Edelmeinheit verfügbar? In der Stadt? Sind alle Einzel besetzt. Scheiße. Braucht jemand, der mir mein Taxi vom Autohausparkplatz abholt? Irgendjemand ist draufgekommen, dass das ein Polizeitaxi ist. Und ich bin jetzt mit meinem Privatauto weggefahren. Dass sie nicht glauben, das bin ich. Kann das jemand holen von euch? Am besten irgendein Streifenpolizist? Können wir so machen, als ob das nicht angemeldet ist und abschleppen lassen. Das ist eine gute Idee.
Kann es jemand erledigen? Wobei, haben wir einen Abschlepper. Ich hab gehört, der ist heute halt allein den ganzen Abend. Scheiße! Ich glaube, das liegt an den Lichtern hinten beim Kennzeichen, ja, ne? Die Scheiße. Oder machst du das selber? Ich muss mir echt das Taxi besorgen irgendwo. Weil sonst fahre ich noch mit meinem Taxi auf. Schönen Abend und Stream allen. Ja, danke schön. Raffi! Lincoln 60, kannst du das bitte übernehmen? Scheiße. Ja, ich soll jetzt nur einen Abschlepper holen für ein Auto. Beim Auto ist für das Taxi. Dann nehme ich an, jetzt müssen wir durchschleppen, nicht in die Werkstatt. Jo, mach ich. Wird erledigt. Reicht doch zum nächsten Parkplatz, dass ich wieder einsteigen kann. Ich muss das nur dort weg, dass die Leute nicht sehen, dass ich damit rumfahre. Sag's mir. Ganz kurz senden. Sag mir halt einfach, wenn du das am Schlepper hast, dann treffen wir uns wo. Ja, das scheiß Auto, weil das, ja, hin. Das Taxi ist nicht mehr da, oder? Doch, doch, ich hab das im Blick. Vorm Hauptplatz? Nee, Autohaus. Den Herrn von Abschleppdienst gleich runterschicken, weil der fährt gerade auf den East Highway auf. Ja. Okay, dann Moment. Jetzt hab ich da hinten spannend, du. Ich einmal kurz bei die TPD-Tenten. Hab ich da hinten spannend, du. Wenn jemand einsteigt, habe ich einen Fahrzeugdiebstahl. Voll süß eigentlich. Ja. Das heißt, in Zukunft. Der wird informativ den Herrn vom Abschleppdienst habe ich Bescheid gesagt, der kommt gleich, nachdem er den Dispatch erledigt hat, zu euch. So. Ja, dann warte ich. Ey, lass mal einen Herzring für den lieben Raffi da. Jakob Iba, danke für 2,49. Hallo, servus. Also, ich finde das super. Schön. Wo jetzt los? Aber die. Haben sie mich angefunkt? Ja, positiv. Ja? Kannst du oben im E-Cat, da habe ich dich mit deinem Taxi schon eingetragen, kannst du noch dein Kennzeichen da oben rechts eintragen? Ja. Da war das Kennzeichen wieder hopp. Sure. Für was war denn jetzt das Go-Ahead? Dankeschön, lieber Raffi, ne? Kuss, immer für die tägliche Unterstützung. Was tanzt denn die Puppe da drüben? Hä? Danke für die tägliche Unterstützung, beziehungsweise immer jeden Stream. Herzlichen Dank nochmal an dich. Da geht nochmal an Arius. Scheiße. Nobody, danke für 5 Euro. Eigentlich wollte ich heute meinen Gebi feiern, aber Corona meint, nö, du bist krank. Naja, Sweet24, alles Gute zum Geburtstag. 50 Davidson 19 Mission Row.
Schau. Ich will jetzt sehen, dass da jemand Diebstahl macht, ey. Das wäre nice. Das wäre nämlich actually wirklich lustig. Schau. Bin ja gerade voll gespannt, was da passiert. Er ist dann gerade im Kopf da reingefahren, schau. Was passiert denn da, Alter? Okay. Ich glaube, ich bin wirklich der schlechteste Undercover-Cop. Ever. Das ist halt auch so fies, ne? Ich muss wirklich ins Taxicab fahren und fragen, ob sie mir ein Taxi leihen können. Das mache ich jetzt. Ich fahre mal jetzt in die Firma Taxicab und frage, ob die mir ein echtes Taxi leihen können. Weil mit der Scheiße falle ich ja nur auf. Weil das macht so keinen Sinn. Weil die erkennt man an dem Licht hinten. Erst schlecht dich, Geringverdiener. Lass mal ins Taxicab schnüdeln. So, lass mich mal ganz kurz ins Taxicab reinmeldeln. Nichts zum Nachfahren da. Wer stresst da schon wieder? 17 hat hier einen Porsche beim Pillbox. Erst du Heisel, das bin ich. Ich habe eine Mission. Okay. Ich meine, ich hätte die Verfolgungsjagd mit dir schon gemacht. So ist nicht. Grüß Sie. Guten Tag. Firma, Sie sind die Firma Taxi und Taxi, oder? Ja, das ist richtig, ja. Sagen Sie mal, weiterhelfen. Ja, Sie können mir tatsächlich helfen. Sagen Sie mal, können Sie mir ein Taxi leihen? Warum? Weil ich es brauche. Das ist ja schön und gut. Können ja nicht einfach mit dem Taxi rumfahren. Ja, ich kann Ihnen auch eine Kaution hinterlegen, ne? Ich meine. Ja gut, aber Sie können ja, ohne dass Sie angestellt sind, nicht einfach mit dem Taxi rumfahren. Das muss irgendwie gehen. Ich meine, es gehen so viele Sachen hier. Ja, aber das können wir nicht verantworten. Da können Sie nicht fahren, das ist scheiße. Okay. Wenn Sie jetzt gesagt hätten, Sie sind von der Polizei oder so, dann könnten wir vielleicht darüber reden, aber ansonsten. Ja, ich bin ja vielleicht von der Polizei. Was heißt denn vielleicht? Ja, vielleicht bin ich von der Polizei und will vielleicht nicht erkannt werden. Können Sie es denn irgendwie beweisen? Hätten Sie denn sonst irgendwie einen Ausweis für mich? Na, das ist jetzt streng geheim. Dann kann ich Ihnen da wahrscheinlich nicht weiterhelfen. Na, das Sie können mal tatsächlich. Was, warten Sie mal. Wissen Sie, das ist streng geheim, mein Aus. Schauen Sie mal her da. 10-4. Da können Sie lesen. Schauen Sie her. Mhm. Jo. Gott, ich kann Ihren Namen jetzt leider nicht erkennen. Schauen Sie, Wie peinlich! Haben Sie gesehen? Ne, ich hab grad einen Taser ausgepackt. Okay. Ja, okay.
Also ist halt schwierig für mich. Schaut, ich habe sogar einen Alkomaten, okay? Da kennt ihr sehen, den könnt ihr ihnen jetzt in Rachen reinschieben und sie könnten dann boosten. 61 verlinken 14. Okay, das soll was bezwecken. Wo fährst du im County? Na, nix. Schaut's her. Das ist das Beweis, dass also, ich ein Polizist bin. Ich bin gerade so, ich könnte Ostküste machen. Sehen's? Gehen wir schon ja, die Puste aus. Ja, sehen's. So. Haben sie einen. Hat sonst wer einen Alkomat? Na, oder? Ich denke nicht, nein. Ich hatte mal einen. In der Sie sind ja Amateur. Kann ich machen. Ja, da haben Sie denn damit vor? Schauen Sie, ich habe im Dienst... Welche Sicherheit habe ich denn, dass Sie keinen Mist bauen? Schauen Sie, ich habe ein Taxi. Ich habe so ein Taxi, wie Sie es haben. Nur mein Taxi hat gewisse Modifikationen, dass das bei den, ich sage jetzt einmal, bei den unguten Leuten sofort auffällt. Warum auch immer, anscheinend die Lichter hinten. Ja, okay. Jetzt habe ich ein Problem. Ich brauche ein echtes Taxi, dass ich meine Mission erfolgreich durchziehen kann. Verstehen Sie, was ich meine? Vielleicht lag es aber auch einfach daran, dass Sie nicht wie ein Taxifahrer gekleidet sind. Na, der ist zu meinem Auto hin und hat gesagt, was macht denn das Cop-Taxi da? Dabei habe ich alle Lichter, okay. Ich habe alles ausgebaut. Wisst ihr was, ich lasse mein Taxi herbringen und dann vergleichen wir es, dass das ausschaut wie Ihres und wenn das nicht geht, dann kriege ich von Ihnen eins. Das ist ein Deal. Das können wir gerne machen, ja. Ja, das ist ein Deal, da die Hand drauf. Super. Bringt sie mal bitte mein Taxi zum Taxicab her? Ja, kann ich weitergeben. Weil das ist nämlich gerade auf dem Schlepper. Okay. Ja, super. Weil dann bringt es mir bitte zur Firma Taxicab. Ich habe da mit denen gerade eine Kaffeepause. Danke. Na, schauen Sie, aber da hätten Sie ja zumindest schon mal Ihre Kollegen herbringen können, weil ich sehe, dass Sie wirklich von der Polizei sind. Ja, alles gut. Die kommen ja gleich mit dem Abschlepper. Dann sehe ich es ja. Dann kriegen wir das bestimmt hin. So, wir müssen das vergleichen, was der Unterschied ist. Weil der ist wirklich so hin und schaut so. Also, okay, in welcher haben Sie denn das Auto beklebt? Beziehungsweise haben Sie es in. Der, Gelb schaut, oder haben nein, Sie es mit nein, 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 schaut, so schaut es aus. So, genau so. Das ist natürlich schon mal der erste Unterschied, ne? Vorher abzufahren gehabt. Und waren die nur blau oder was? Ja. Scheiße. Ja, korrekt. Ich habe den auf dem E-Style angehalten und habe ihm gesagt, er soll doch bitte das Auto fertig machen. Und dann werden wir uns das einmal anschauen, ne? Aber das wird schon. Ah, da schaut, das sind die Kollegen. Na, super. Aber die kommen mit dem Abschlepper, weil ich habe das Auto jetzt am Schlepper hinten oben. Ja, alles klar. Oder wissen Sie was? Ich treffe mich mit meinen Kollegen beim Parkplatz und dann kann ich mein Auto mal wegstellen. Dann komme ich mit dem Taxi gleich wieder. Okay. Also verstehen Sie mich nicht falsch, geht halt nur darum, dass wir jetzt hier versuchen, so ein bisschen unser Ruf aufzubauen und na, das ist alles gut, bei mir haben sie was gut. Okay. Ja, ja. Sie sind eh noch da, gell? Ja. Wir sind noch. Wo ist denn da der nächste Parkplatz? Oder wie. Weißt was? Lassen wir bitte den Supreme Court abschleppen, weil dann parke ich meinen dort ein und fahre mit dem Taxi wieder weiter. Ja, wie ist der Status? Der Schlepper schon da oder was? Negativ. Boah, schon fährt ja geisteskrank. Also der Porsche fährt sich geisteskrank, hä? Das muss man mal sagen, so wie sie ist. Der Porsche ist abnormal. So, lass mich mal lesen. Nobody mit 10 Euro. Naja, jetzt bin ich allein im Partyraum. Aloha. Immerhin habe ich deinen Stream. Das freut mich. Kuss geht raus. Lass den Kopf nicht hängen. Du wirst dein Leben oder dich dann wieder später feiern können. Glaub mir das. Na, halt das. Zuerst sind sie lebensmüde. Ja, sind sie lebensmüde? Ja, was für lebensmüde? Ich bin auf meiner Spur gefahren. Nee, sind sie nicht. Doch, bin ich. Na? Doch. Sie sind ein bisschen weiter links gefahren. Das auf jeden Fall. Nein, ich bin auf meiner Spur gefahren. Sind sie lebensmüde?
Ja. Bin ich wirklich auf der falschen Spur gefahren? Ich glaube, ich bin auf der falschen Spur. Na, ich bin auf der richtigen gefahren. Hä? Was labert der? Da war ich. Ich war auf der richtigen Spur. Pfui, Koffer. Besten schon meinen Führerschein. So. Aber ohne mein Taxi mache ich jetzt gar nichts. Ich bin jetzt mad. Ich glaube, der Mechaniker ist... Ist der alleine? Der ist noch immer alleine. Weißt du, was ich glaube, schneller ist? Wenn ich mich schnell umziehe und das selber hole. Weil der hat jetzt das mit dem Mechaniker schon verständigt, ne? So, wenn haben wir hier? Der Joker 20 schreibt zwar nie, aber hier Hälfte für dich und Hälfte für den Server. Danke für die Unterhaltung. Hey, danke schön, lieber Joker, für... Oh mein Gott, 50 Euro. Danke für 50 Euro. Alter, halt dich fest, yo. Ey, das ist viel Geld. Informativ, letzter Dispatch. Bitte um Rückruf von dem Mechaniker. Ja, der eine Kollege am Autohaus ruft einmal Dispatch zurück. Lenken vor den Internet als Supervisor im County. Jetzt waren Sie gerade da in der Nähe vom Supreme Court? Ich weiß nicht, wen Sie meinen. Ja, Sie meine ich. Na, ich hab gar nichts gemacht, ich bin nur Motorrad gefahren. Mhm. Ja. Wo haben Sie denn Ihr Kennzeichen, ha? Frage immer in der Nähe von Mission Rocket. Kennzeichen. Wo haben Sie denn Ihr Kennzeichen? Vor den Augen oder so? Also, schauen Sie mal unten, oder? Ich mach Sie mal das Licht an. Sehen Sie das? Unten drunter. Fahren ohne Kennzeichen. Ja. Ein kaplinder Gockel. MRA 370 angemeldet, versichert, Vladimir. Bleiben Sie mal stehen, Herrst. Das kann ja nicht wahr sein. Kommen Sie mal mit. Warum? Darum, kommen Sie mit oder muss ich Sie gleich abführen? Kommen Sie. Hallo. Ja. Ja? Wer sind Sie denn? Wer ich bin? Das werden Sie gleich noch erfahren. Kommen Sie mit. Ernst? Hey, Kollegen, der haut ab. Fahrt's dem hinterher, den Koffer. Kein Kennzeichen, der Vollkopf. Ja. Gesicht habe ich auf der Bodycam von dem Vollkopf. War das ein Biker? Ja. Habt ihr eine flüchtige Person? Ja. Kann ich fahren. Entfernt ihr wo? Ja, beim Autohaus. Ich habe den dort zivil aufgeschnappt und der ist dann abgehauen. Er kommt gerade wieder. Oder? Nein, das ist ein anderer, das war so eine BMW-Maschine, Motorrad war das. Das war eine S1000 RR in blau-weiß-rot. Er hat kein Kennzeichen gehabt. Und als ich dem dann gesagt habe, er soll mir mal mitkommen, sein Ausweiszeichen ist er aufgeschrieben, abgehauen. Kommt der Mechaniker noch, oder was? Der hatte vorzukommen, ja. Ja. Ey, macht sein Herzring für den Joker. Von der Nächsten. Schönen guten Tag. Das gelbe Taxi da drüben müsste einmal abgeschleppt werden zum Supreme Court. Okay, kriegen wir hin. Gut.
Gut. Jo, ich fahr dann mit bei Ihnen. Das Taxi gehört meinem Onkel. Ah, okay. Ja, kriegen wir hin. Voll Kupf. Lincoln 38, 1086 ends. Alter, Joker, dankeschön. Warte mal, ich schreib mir das. Wie kann Stief da? Ich hätte ihn am liebsten vom Motorrad runtertreten, aber das darf ich ja nicht. Ich werde jetzt nichts machen können. Lasern können. 25 Euro von der Joker. Der Joker 20. Kuss und Dankeschön. Persönlich die Leute, die gerade so mit so einem Kennzeichen fahren, dann doch schon mal Ärger haben könnten. Da müssten sie tatsächlich. Was ist denn das für ein Kennzeichen? Das ist, ist gerade vom Auto, also ich habe ihn gerade gekauft. Nee, den muss ich noch anmelden. Aber jetzt Den Kennzeichen? Das Kennzeichen ist nicht zugelassen. Normalerweise das. Was ist denn das für ein Kennzeichen? EU-Kennzeichen mit Genehmigung vom LAPD persönlich. Nee, mit so einem Kennzeichen, das hau ich mir jetzt auch auf mein Auto gleich drauf. Erst, wo haben sie das her? Wo kriegt man das? Sie haben jetzt einmal Sendepause. Hab's hier. Beim Auto aus. Das kann man da kaufen. Gekauft. Das ist super. Nein, das Kennzeichen nicht, nein. Das ist super, das hau ich mir gleich auf mein Auto drauf. Naja, müssen Sie mal reingehen und fragen. Na naja, dann, tschüss, ihr Loser. Tschüss. Ja, nicht ziehen damit. Das passt schon. Ja. Danke. Ja, schauen Sie nicht zu blöd. Ja? Ja, nur bevor ich halt dieses Fahrzeug im Straßenverkehr bewege, habe ich gedacht, ich frage mal nach. Oder das ist. Wie es funktioniert. Das ist einmal ein Auto. Also am wenigsten Probleme. Jens, was ist denn das für eine steile Karre? Das hier ist eine sehr teure Fahrt. Das ist sehr teuer. Wie viel kosten das? 5.500 bei Euro. Alter, das ist wirklich viel Geld. Das ist viel Geld. Ja. Fahren Sie mit dem immer herum, ja? Wo können Sie das nochmal? Das gefällt mir, das Auto. Können Sie das nochmal rausholen? Mein Gott, das gefällt mir. Ich habe leider nicht viel Geld, deswegen hat man für das Geld. Na, das ist schon. Na, das ist schon lustig, man. Sie können anschauen und fahren, ich muss kurz auf Toilette drin. Das ist aber lieb von Ihnen. Schuss. Fahndung. MRA 300. Okay, angemeldet hat das. Naja. Warten Sie. Ey, mein Taxi von meinem Onkel. Warten Sie vor, ich komm schon mit. Ja, ich wollte Sie gerade. Exit 3985. Servus. Servus. Na, das ist das Taxi von meinem Onkel, ne? Okay. Ja. Den hat's vorhin da ins Wasser gehauen. So dann Fischkopf. Das hört sich nicht gut an. Einmal zum Supreme Court, richtig? Ja. Okay. Ich bin da offen. Sie können es von mir aus auch irgendwo da abstellen und ich fahr selber weiter, wie es Ihnen recht ist. Es okay, muss nur weg von da drüben. Weil der Herr vom LAPD meinte. Achso, ja, Supreme na dann fahren wir Supreme Court, wenn der Herr das sagt, okay. Der Sesselpupser. Wissen Sie, mag das LAPD nicht. Okay. Die stellen mir immer so viel. Ne, die stellen mir in meinem Job immer so viel Strafzettel aus. Ihnen nicht? Tatsächlich, wurde ich erst einmal angehalten. Mhm. Wie haben Sie das geschafft? Ich habe mich an die Verkehrsregeln gehalten. Mhm. Ja, das kann ich nicht. In Verkehrsregeln halten bin ich echt schlecht, wissen Sie. Okay.
Na, aber wissen Sie, so ist das, ne? Ja. Ich meine, vorhin wollten sie mir fast den Führerschein schon wieder zupfen. Oh, wo ist schon schnell wieder gefahren? Na, zu langsam. Die nehmen ihnen mittlerweile auch den Führerschein ab, wenn sie auf dem Highway nur 30 fahren. Ja. Ja gut, das kann man verstehen, weil dann ist man ja Gefährdung für den Straßenverkehr. Ich verstehe daran gar nichts. Wenn sie ja mit 30 über einen Highway fahren, wo eigentlich 130 sind. Ich habe Angst am Highway, was soll ich machen? Ja. Das ist Schikane. Das ist gegen die Rechte. Finden sie nicht auch? Das sollte man mal vom Supreme Court anklagen, das wir jetzt gleich machen, ja. Was ist mit Menschen, die Angst haben auf der Autobahn? So wie mich. Ja. Du hast nix. Na? Nix hast du da. Dann sollten sie eventuell. Sagen sie mir jetzt nicht, ich soll mit dem Dreirad fahren. Fahren sie weiter. Na. Kommen sie mir jetzt nicht mit dem Fahrrad oder sonst irgendwas. Mit ihrem Fahrlehrer. Ah? Oder mit einer zweiten Person, der sieht dir. Ja, wie soll ich mit dem Vorlehrer reden, wenn da eh noch mehr, das ist ja alles noch mehr KI, das ist ja alles noch mehr da AI und alles noch mehr ferngesteuert, ne? Was soll ich da reden? Da sagt man dann die, wie heißt's denn da, die Siri sagt man dann, hallo, was wollen Sie für einen Führerschein? Ja, was soll ich mit dem, ne? Was soll ich damit? Soll ich mit der reden? Ja, gut. Soll ich mit der reden, was sie mit meinem, was? Was sagen Sie? Ich zeige euch alle an. Ja? Ja, mach das. Ja? Ist okay. Ja? Sieh ich schon. Fahren ohne Gangschaltung. Ja? Das ist nur mehr Auto. Nur mehr Automatik fahren tun die jungen Buben halt. Ja? Sag ich ja. Denkst du? Die jungen Buben von heute und nur mehr Automatik fahren. Sie sind wenigstens nur einer, der einen Knüppel bewegt, ne? Ich habe keine andere Wahl. Ja, ich auch nicht. Sehen Sie, das Taxi kriege ich von der Firma gestellt und da fahre ich jetzt auch wieder hin. Geh mir jetzt beschweren. Was ist? Ja, du brauchst nur Ja oder Nein sagen. Hast du die Möglichkeit, den Herrn von eben ein Bild von dem in die Ermittlungsakte im Verteiler reinzusetzen, dann kann ich aber bei uns den Akten gucken, ob wir den drin haben. Ja. Alles da. Danke dir. Was? Du kennst uns da, also na, das ist Arsch, nein, das geht nicht. Nein, ich kümmere mich da drum. Alles klar. Jo. Danke. Jo, passt. Haben sie nicht sehr auf die Seite geklickt, war er müde, gell? Was, Ernst, was kriegst du denn von mir? Müsste ich gleich einmal nachschauen. So. Kein Moment. Was schleichst denn so, du Gob? Ja. Was kriegen wir da du? Schleich jetzt schalt da um. Was ist? Erst. Ob sie es mir wollen, glauben wollen oder nicht, es sind glatte 20 Dollar. X-Train 9, bitte? Frage ist gerade eine Einheit. 20 Dollar. Das ist zu teuer. Das zahlt mein Onkel doch nicht. 20 Dollar, ich meine, wo sind wir denn? Wo ich noch jung war, da habe ich zahlt für das 10 Dollar. Ja, ich verarsche sie ja nur, mein Gott. Ihren Blick hätten sie jetzt einmal sehen müssen, ne? Ihren Blick hätten sie jetzt einmal sehen müssen, ne? Da ist sie ihnen die Lade runtergefallen, ne? Ja. Möchten Sie eine Rechnung haben oder zahlen Sie bar? Nein, ich zahle Ihnen das bar schon sehr. Da kriegst du was für die Kinder und richten Sie Ihrer Frau liebe Grüße vielen aus. Vielen Dank. Sie Koffer können woanders hingehen, das ist nicht bei meinen Reifen. Ernst? Gehe ich bei Ihnen da hin und rieche an Ihre Reifen oder was? Könnten Sie auch machen. Na, nichts da gibt's. Aber. Und wer ist das? Ist. Das da. Schleicht euch da her. Der Taxi liegt so ein bisschen komisch. Ist das so richtig? Erste Bollwerk, ja, da fahr ich jetzt hin. Ja.
für Sie auch einmal da mache ich jetzt ein riesen für Ihre Info, da mache ich jetzt eine riesen Fete. Seht's mir dann auf Twitter oder wie die Scheiße heißt, da seht's mir dann auslochen aus der Kamera. Ja. Da gucken Sie aber mal wegen Ihrem Licht da oben. Das ist, das guckt da so komisch raus an der Seite. Wir haben gerade am Hauptplatz eine Aussage von einem Herrn bekommen, dass ein kurz vorher von uns in der Verkehrsanhaltung Wladimir Petrov wohl versucht hat, Marihuana dort zu verkaufen, hören gerade laut das Gelbe. Aussagen, ob sie da einen 30er machen sollen und uns das mitteilen sollen. Wollt ihr euch da mal dranhängen, schauen, ob ihr ihn irgendwie kontaktieren könnt? Ja, das war's. Laut Aussagen. Jo, ich schraub's ja schon ab für euch, damit ihr zufrieden seid, ja. Ja, gut. Wie war der Name noch? Sowas. Ich liebe ja Steckverbindungen. Ich bin momentan in einer roten Rostlaube unterwegs. Kennzeichen kann ich auch gleich geben. Okay. Das ist gerade Arcadius Richtung Mechaniker unterwegs. Informativ, der steht gerade vor mir. Also geht ab 19:50. Ja, alles klar. Tschüss, arrivederci! Meine Klingeinheit hinfahren, das Ganze muss vielleicht anschauen. Von diesem Petrov, da bin ich gerade im Auto gesessen. Das hat tatsächlich nach Gras gerochen. Der hat mir wie sah eigentlich die BMW aus? Blau, weiß, rot, so. Und die Person? Bikerweste an und braune Haare. Weil ich habe einige gehabt, die ist bei Mechaniker was gemacht. Warte, ich schau mal kurz vorbei. Gegenhalten sollen wir den Herrn mal durchsuchen, ist das Herr total genug, ganz sicher schon, oder wir haben mehrfach die also, Aussage. Also die er hat einen roten... Sag mal Schatz, kannst du mir ein Bild von dem Koffer da vorne raussuchen und mir dann bei Discord schicken? Dann kann ich es nämlich hochladen. Das beim Mechaniker müsste er sein, ja. Links ist informativ, die Rostlaube ist hier gerade am Arcadius, die hat gerade mit mir der Sud. Ziemlich viele Menschen. Kollegen, das müsste der sein dort beim Mechaniker. Braucht vielleicht auch eine Petrol-Einheit bei den Mechanikern. Ja, wo rein? 27 in der Parken in die Scheißhütte. Da ist absolut ein Kennzeichen drauf. Ich weiß nicht, ob er irgendwie was für den Augen hatte oder sonst irgendwas, aber da ist eins drauf. Ja, das ist aber trotzdem sind sie abgehauen. Ja, und ich bin hinterher gefahren und sie haben nicht auf Sondersignale reagiert. Also ist das einmal die verbrecherische Flucht und ich bitte sie, sich einmal umzudrehen. Sie brauchen sie nicht mit mir anlegen. Ich schmier ihnen eine, dass sie da im Busch landen. Das können uns mal glauben. Ganz ruhig, der Herr, wir kümmern uns darum. Ja, na? So. Nehmen Sie einmal fest. Ja, kennen Sie Ihre Rechte als Gefangener in diesem Staat? Ich glaube, wieder unterwegs, unterhalb. Wunderbar. Dann sind Sie einmal voll festgenommen wegen der verbrecherischen Flucht. Wo finde ich den Personalausweis? Ja, wir haben Sichtkontakt, fährt gerade runter am 1020 Richtung Arbeitsamt. Cap Brown. Bist du Marische? Ich besuche Sie einmal irgendwelche illegalen Gegenstände oder? Dabei oder Waffen, an denen ich mich verletzen kann. Brauchen Sie ein Taxi zum Hamfahren dann noch? Bitte? Ich habe eine Waffe dabei. Ja, ich bin Menschenwaffen. Ich glaube, besitzen Sie einen Waffenschein? Ja. Frage, braucht ihr noch Pfeil? Falls Sie eine Hamfahrgelegenheit brauchen, können Sie sie bei uns beim Taxi-Unternehmen mögen, ne? Nee, brauche ich nicht. Nein! Bist du das hier oder? Mal eine Einheit auf Straßenwagen. Okay, das mit dem Gesicht von dem brauchen wir uns sparen. Wo ist er denn hier, mein Hühnerschrecker? Sind Sie der Herr, mit dem ich letzte Nacht betrunken vom der Dicky Lalaba heimgefahren bin? Garantiert. Ja? Wie siehst du denn auch? Na, was ja, ist seit der letzten Fahrt mit dir hat sich einiges in meinem Leben verändert, ja. Halt, warte mal. Wer hat dir die Feuerwehr eben gerade? Die rufen, weil er nicht vom Dach runtergekommen ist. Das weiß ich nicht. Das muss ein Guck sein. Oder? Hier,
Was ist gerade nicht passiert, oder? Schauen Sie, der echte LAPD-Taxifahrer hat schon seinen ersten Fall geklärt und haben wir schon Festnahme, ne? Gehört zelebriert, gehört das. Alter, ist das cringe! Alter, bitte der Arme! Ihr geht nicht. Oh Mann. Er hat ihn halt jetzt mal tief an, wenn er das festgenommen hat. Der nächste! Bei dem ich reingesessen bin, so jetzt fahr ich zur Taxifirma. Alter Chat, dafür schon mal ein Zicke, Zacke, Zicke, Zacke! So, wen haben wir hier? Hannah McNeil mit 200. Achso, oh mein Gott, ich habe da noch mehrere Donis. Habe ich voll überlesen. Übersehen. Servus. Schauen Sie, ich bin's wieder. Ich habe mein, ich habe mein Taxi mitgebracht und wie Sie sehen, jetzt müssen wir vergleichen, warum meins so scheiße ist und ihr es nicht. Naja, es fängt bei der Folierung schon an. Haben Sie da Werkstatt? Kann ich mir da irgendwo eine Folie drauf knallen? Ja, bestimmt. Warten Sie mal, schauen wir mal. Nein! Ah! Ach, Sie sind hier oben drin. Ja, ich hab da eine Garage gesehen. Warten Sie mal, das ist ziemlich gefährlich da. So, machen wir jetzt ein Pimp My Ride, ne? So. Jo, perfekt. Okay, ja, dann sagen Sie mal, warten Sie mal. Haben Sie da die Folierung? Warten Sie mal. Was ist mit sowas? Das wäre die richtige, genau. Ist der... Ja, okay. Dann, Na, das... Ja. Okay, ja. Klingt nice informativ, Einsatz am Arbeitsamt Code 4. Bitte? Schöne Arbeit, Jungs. Ich höre sie gerade nicht. Bitte? Jetzt höre ich sie wieder. Ja, das Kennzeichen muss unbedingt in Blau. Ja. Ja, das kann ich da nicht machen, ne? Was wird jetzt sichergestellt? Dafür müssen Sie, glaube ich, in der Werkstatt, also in die richtige Werkstatt. Ja. Dann aufs Kennzeichen sollte TC oder Taxi unterstrich als Beispiel 035. Wäre quasi Vortäuschung einer Dienstnummer. Mhm. Warten Sie mal, lassen Sie mich das einmal anschauen beim Taxi da. TC0. Hab ich schon. Hab ich ein Kennzeichen? Haben Sie zufällig ein Kennzeichen für mich? Ich kaufe es Ihnen auch ab. Hat wer ein Kennzeichen von Ihnen? Bitte? Hat wer ein Kennzeichen von Ihnen? Ich kaufe es Ihnen auch ab. Oh, kann ich Ihnen so geben? Ah, das wäre aber lieb. Herzlichen Dank. Schön. Ja, passt halt an, ja. So. Das mit dem Ruf aufbauen machen sie sehr gut. So, mal. Also laut Liste. X-Ray. Ich höre sie nicht. Was ist laut Liste? Wenn Sie da Taxi unterstrich 030 eingeben, alle 030, okay. Ja.
Das schaut ja sexy aus, oder? Oder? Nio. So, warten Sie mal jetzt. Jo. Was ist das Knopf? Hallo? Ja, bitte. Jetzt brauche ich nur das blaue Kennzeichen und was ist sonst noch bei dem Auto drin? Dann sollte soweit alles passen. Okay. Woran, also sonst gibt es nichts mehr, woran man das irgendwie erkennen kennt. Nee. Dann sehen sie genauso aus wie unsere normalen Karten. Alles klar. Lass uns mir noch was schauen. Cool. Warten Sie, schauen mal kurz noch raus. So, wir müssen uns merken, blaues Kennzeichen. Woran könnte man die sonst noch erkennen? Sind das da die Punkte da hinten drin? Da Fuhlkupf. Ja. Mahlzeit. Kommst du wieder kurz mit in den Ecke? Ja, klar. Entschuldigen Sie mich kurz. Ja, kein Problem. Höre. Zur Info, wir sind auf Abstand. Da, Mike! Benötigt. Wir sind 1.2, wir machen gerade Fahrsicherheitstraining. Ja, check, viel Glück. Merci, bis dann. 27, 86. Okay, mithören. Ich denke, die Wolken kümmert sich um das Dispatch und fährt zum PD. Ja, der macht Stress, Alter! Seid ihr Scheiß-Dog, ne? Oh, bei mir geht's bis jetzt so. Hab erst angefangen. Na, wissen Sie, wie sie ist. Und sie arbeiten bei der Gruppe 6, ne? Genau. Was macht man da so? Im Grunde genommen stehen wir eigentlich nur den ganzen Tag am Taxi. Arbeitet der da drüben auch bei der Gruppe 6? Der da? Ja, der da mit den weißen Haaren. Ich, nicht, dass ich wüsste. Der ist nicht bei der Gruppe 6 da drüben? Ne. Wo arbeitet denn der? Was ist denn das? Wissen Sie, wo der arbeitet? Der schaut ein bisschen grimmig. Hundebande. Ist der im... Ist der... Ach so. Weiß ich schon. Ja. Der Tier fährt im Tierschutzverein arbeiten, oder? Glauben Sie auch? Ich glaube auch. Ja. Der schaut schon so grimmig. Gell? Ich glaube, der ist im Tierschutzverein tätig. Wo ist denn da der nächste Tierzwinger? Beim Hundezwinger, wissen Sie das? Ne, da müssen wir, glaube ich, hinfahren. Ja, das müssen wir gleich mal eruieren. Schauen Sie mal jetzt. Ja, wo? Taxi auch, wenn Ihr Taxi auch noch angemeldet ist, dann fällt es gar nicht auf. Ja, nein, ich glaube, der arbeitet wirklich im Hundezwinger. Gabi. Das kann doch sein, gell? Ah, Grüße. Grüße. Ich würde vorschlagen, wenn Sie unauffälliger bleiben möchten, sollten Sie sich auch einen Anzug anziehen, der unserem entspricht. Ich habe Sie jetzt ein wenig gedeckt, würde ich mal sagen, weil Sie schon sehr aufgefallen sind. Mhm. Er meinte, irgendwie am Autohaus wären Sie etwas aufgefallen. Na, also ich glaube noch immer, dass der Herr, aber weiß ich nicht. Wo ist denn der nächste Tier, Hund, der nächste Hundezwinger? Was ist mit dem Hundezwinger? Na, wo ist denn da der nächste? Ich wollte mir schon immer meinen Hund zulegen, wissen Sie? Ich hab keine Ahnung. Scheiße. Also, gibt's da irgendwie, gibt's da Haustiere eigentlich? Nein, gell? Ja. Haustiere haben, hat irgendwer von euch ein Haustier? Nee. Ich habe nämlich eine Anaconda daheim, aber die kann nicht raus. Ja gut, meine muss auch eher zurückgehalten werden. Ha! 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 Ha!
Alter. Das war die größte Fake-Lache, die ich je gehört habe. Ja, ich glaube auch. Die war schon ein Quäntchen ernst gemeint. Ja. Ja, also 1%, höchstens 5. 0,1. Ah, okay. Ah, noch besser. Maximal. Ja. Na, ja, haben wir halt schon Kundschaft. Bis jetzt noch nicht, ne. Ne, ich hab halt auch. Ansonsten gerne auf Auftragsfahrten gehen. Okay. Ja, wenn man keine Kundschaft hat, muss man sich Kundschaft holen. Bin ich dafür. So sieht's aus, genau. Ja. Einfach ein bisschen durch die Gegend. Ja. Der eine oder andere Bürger möchte bestimmt unterwegs aufgesammelt werden. Ich darf ja ein bisschen rasen, oder? Oder hat das Konsequenzen? Das bleibt ganz freigestellt. Super. Dann gehe ich jetzt richtig heizen. Dann ist Feierabend. Gehe ich jetzt richtig heizen? Genau. Geil. Taug ich mich schon Uhr. Na, okay. Super, weil dann, ja, dann taug ich mich Uhr und, ja. Der Porsche ist aber super da, den habe ich auch. Das ist ein super Auto. Ja, das schon, ja. Okay. Mit dem bin ich vorher mit 200 in die Kurve am Hauptplatz geheizt, da habe ich schon hinten ein Blaulicht dran gehabt. Schnell war er wieder weg, der Kupf. Achso, da steht ja einer von der Security. Sie haben gar nichts zum Sagen. Nix. Wir haben nichts gehört, gell? Was? Ja, siehst das. Ja. Gut, fahren Sie vorsichtig, ne? Ja, mach ich. Und falls, ich schaue, dass die Kunden keinen Speibsackel brauchen. Perfekt. Super. Dann fahren die auch gerne wieder. Ja, super. So, das heißt, wir brauchen jetzt noch ein blaues. Wir brauchen jetzt noch ein blaues Kennzeichen, Freunde, und einen Anzug. Ich habe mich in meinem Taxi-Dasein doch ein wenig vertan. Am besten, ich kleide mich einfach so ein wie der Dude. Schau ich einfach gleich aus wie er. So, wir brauchen nochmal. Wir brauchen nochmal einen Style. Chat. Wir brauchen einfach nochmal. Brauchen einfach den ultimativen Style nochmal. Die Mütze bleibt, definitiv. Brauchen nur einen Anzug. Der hatte so einen grauen Anzug. Den brauche ich auch. Nadelstreif. Auch sehr edel. Aber ich glaube, ich brauche wirklich am besten eine graue Hose. So ein richtiges Opergrau. Geil. Fühle ich sowas? Dann... Bitte, das läuft. Aber das ist der falsche Anzug, aber ist wurscht. Es ist nur ein Demo-Outfit. Bin heute nur ein halbes Model. So, weißes Hemd, na, das steht drüber raus. Das kann ich nicht verwenden. Gibt es ein Hemd, was nicht drüber raus steht? Das ist da. Super. Warten, so. Und dann brauche ich nur... Nein! Dann brauche ich nur andere Arme. Also da steht auch das... Ah, da steht auch schon wieder das Ding raus. Schon wieder ein falsches Hemd. Erst gibt es da irgendein Hemd, was nicht raussteht. Unter diesem Mantel. Wir lernen von Taxicab für Taxicab. So, das schaut edel aus. Dann lass mich mal rein da. So, da habe ich mir jetzt die Bananas im Pyjamas. So. Ah! Kommt der da oben raus? Hilfe! Jetzt habe ich gar keine Hände mehr. So. Ich habe Lincoln 15 gerufen. Ja, hört. Ja, Lincoln 15, gute Arbeit. Danke. Tja, gute Arbeit, bin ich schon gelobt worden. Was habe ich irgendwie. Die Brille! Gott. Brille ist ja schrecklich. Der coole Taxifahrer von nebenan. Alter, wisst ihr, wie ich jetzt ausschaue irgendwie? Chat, wisst ihr, wie ich gerade ausschaue? Kommt mir vor,
Macht's ein 1 in Chat, wenn ihr findet, ja, ein 2, wenn nicht. Ich finde, ich schaue mit jetzt so mit dem Style irgendwie aus wie Johnny Depp. Oder? Bis auf den Anzug, lass es den mal weg, aber irgendwie komme ich mir vor gerade wie Johnny Depp, oder? Lincoln 27 informativ, Flughafen sauber. Was brauche ich noch das? Tempo. Irgendwie hat das so den vollen Style von Johnny Depp. Er schreibt 3 rein. Sollen das? Ich glaube, ich gehe wieder. Was für die Scheiße jetzt? Hallo? So. Na geh, jetzt ist das beschädigt, das Scheißteil. Nicht mit dem wieder irgendwo hinfahren. Der Mechaniker ist noch immer alleine. Lass mich mal schon. Der Werkzeugkoffer mit habe ich nicht, ne? Wisst was? Ich fahr zum Supreme Court. Ja, willst du erst oder zweiter Verhandlungsführer übernehmen? Ich würde mal den zweiten übernehmen, weil ich weiß nicht, wie lange ich noch hier bleibe. Vor allem, das Taxicab muss den Ruf aufbauen und ich fahre da herum, ist er voll gestörter. So. Okay, Autohaus, die Mission war schon einmal sehr erfolgreich. Muss mich noch einmal irgendwo unter die Leute mischen. Pizzeria, ganz kritisch. Ich will mich da vorbeiziehen an dem. Besser. So, ich muss mir jetzt nochmal bedanken. Makana Lump, woher weißt du, dass du sehr viele Gitarren hast? Ein gewisser Thoman ruft bei dir an und bestellt welche nach. Herzlichste Grüße. Ich bin jetzt Gitarrenhändler. Einmal informativ, denn eine Mechaniker, der im Dienst ist, ist beim USMS abgestellt und fährt keine Dispatches an. So, wir haben... danke, Makana Lump, wie immer, 5,99, Kuss geht raus. Der Joker 20 und nochmal 10 für den Döner. Muss einfach mal als Danke was da lassen. Verbessert meinen Tag. Ey, Dankeschön. Fühl dich gedrückt, mein Bester. Dankeschön, Kuss geht raus. Wen haben wir hier noch? Die Hanna ist auch da. Danke für 2,49. Undercover Cop in Bumsschüssel. Fühl ich. Auf jeden. Auf jeden. Schaust aus wie Willi, Marks Vater. Nee. Ich finde auch, ich schaue jetzt aus, ich rock den Johnny Depp, Alter. So. Staff 1 mit 1086. Auf dem East Highway Höhe Casino mit dem Kennzeichen WBD leer 000. East Highway, da fahre ich jetzt hin. Warte mal, wo könnte ich mich gut hinmischen? Das heißt, ich könnte am Ocean schauen, ob dort jemand ist, oder? Ich könnte am Ocean schauen, ob dort jemand ist und den abholen. Ich da herumheiz. So ein bisschen Aufmerksamkeit will ich ja auf mich ziehen, indem ich so herumfahre, so deppert. US Marshall Service hat keine Ahnung, irgendeine Übung. Weiß nicht, was die heute schon wieder machen. Heute schon wieder einen ganzen Mechanikerbetrieb auf. So. Fahren wir wirklich ins Ocean rüber und schauen mal, ob dort jemand eine Abholung braucht. Und sonst fahre ich wieder Richtung Hauptplatz. Stelle mich da irgendwo hin und tu die Leute belauschen. Weil der erste Einsatz war ja grandios. Stepper, da wäre mein Schein schon weg, dreimal. So wie ich da herumfahre, wäre mein Schein schon ein paar Mal weg. Da steht jemand am Bankomat. 27 mit dem schwarzen LKW-Kennzeichen Mac am Speditionsgelände. Alright. Ocean war Fehlschlag.
East Highway hätte ich gerne einen Kollegen ein bisschen geärgert. Ich muss jetzt einmal meinen Job machen. Wenn man wieder aufs Auto hast. Ist gerade alles im Plus, bis auf den Aspekt die nächste Aktualisierung in einer Minute. Könnt ihr auch ein bisschen mit dem Radar. Wisst ihr, was ich mache? Ich schaue jetzt mal mit dem Radar. Knall mir mal das Radar rein und schaue mal, geh die Leute messen. Braucht er nur. So. Mach mal einfach ab 85. Hey. Scheiß drauf, warte mal, mach das kurz zu. Informative Tankstelle Mirror Park brennt und explodiert. So, ich fahr jetzt mit dem Blitzer herum. Und geh Leute blitzen und falls mir jemand ins Netz läuft, kann ich meine Kollegen anfordern, dass ich schön undercover bleibe. Das Auto kommt nicht mal in Golf 2, es kommt auf den Fahrer drauf an. Wenn du einen Bleifuß hast, kannst du richtig Gas geben. So, danke nochmal an der Joker. Dann haben wir Chicks LP, Dankeschön für oh mein Gott, 25 Euro, so viel Geld, herzlichen Dank. Mit Überweisungsgebühren. Gönn dir, schreibt er dazu. Scheiße, geil. Danke, gönn ich mir. Und Dankeschön. Kann ich auch. Die auch Kennzeichen checken. King 01. Wer ist denn eigentlich alles auf der Fahndung? John Ramirez, Jack Davis und Connor Gruber. Ja, so würde ich gerne auch mal meinen Feierabend feiern. Also ich finde das super. Kann man mal machen, oder? Black Brixy, also ein bisschen siehst du schon aus wie Willi Groß in Jung. Ja, das stimmt. Das stimmt. Schade nur, dass ich keine Taxi-Dispatchers hinkrieg. Ich mache auch gerne einen Gefangenentransport. So, ich gehe jetzt einmal Richtung Hauptplatz schauen. Aber immer schön den Blitzer anhaben. Aber ich werde heute nicht mit dem Blaulicht und so fahren. Alle Preise für Drogen minus. Nächste Aktualisierung in anderthalb Stunden. Super. Preise sind gerade im Keller. So wie immer heute. Das wäre in echt einmal schöner, wenn die Preise im Keller wären. Ha? Die sind bei uns im Dauerhöchstflug. Kann bei uns auch einmal so ein bisschen der Preis in den Keller gehen. Das wäre schön, ne? Essen, trinken, Orbit kauen, Öl, Gas. Wäre das schön einmal wieder. Normal, wie vor 2 Jahren. Ich sag noch immer, ich schaue aus wie Johnny Depp, oder? Also ich finde das super. Jetzt kannst du dich danken lassen. Mexikaner. Dankeschön. Für 1 Euro. Blitzer haben wir selber zu schnell von dir. Normal. Normal. Was denkst denn du, wie es abläuft? Das ist normal so im Leben. Das war halt geil, ne? Da sind wir uns alle einig. Die ganze Chance, wenn man wieder zurückgeht. So. Aber das Ding frisst, das sauft mehr als ein Pferd. Also das ist ja wirklich. Das Taxi schluckt und schluckt und schluckt und warum? Weiß nicht, habe ich da oben irgendwie fette Steine im Schild oben drin oder wie schaut's aus? Kam meine dritte Spende nicht an. CJ Lightkype auf 3-0 gefixt.
Alle mal Hashtag CJ rein. Danke für 5 Euro. Der Joker. Kuss geht raus. Alle mal Hashtag CJ. Jetzt machen wir mal eine fette CJ-Party hier. Grüß Sie, Anna. Ach Gott. Ich bin sehr erschreckt. Was ist mit Ihnen passiert? Wieso haben Sie sich gerade erschrocken von mir? Ich bin sehr erschreckt. Von so tiefem Gespräch, das haben wir gar nicht richtig mitbekommen. Nee. Ach so, na, das habe ich in der Schule so gelernt damals, dass man immer grüßen muss, ne? Sie meint, der Lehrer ist einfach hinterein. Was? Wenn der Lehrer plötzlich einfach hinter einen stand. Ich bin nicht der Lehrer. Ich bin der Taxifahrer. Ich war da bloß bei dem Schüler da vorne regeln muss. Also ich hatte einen Lehrer in der Schule, da kam gerne mal ein Schlüsselbund geflogen. Oh weh. Ja. Ja, so nach dem Motto nicht zugehört und zack, kam Schlüsselbund. Ja, das ist so, na. Warten Sie mal, ich muss mal zum Bankomaten da. Das war so ein Der Mexikaner, wie geht's? Ja, bestens, dankeschön. Okay, so, CJ. Ay caramba. Komm mal her und sag den Leuten mal hallo. What in fuck's name are you doing? Ay caramba. Freunde, lassen Sie auch gerne ein Like dafür, die 10 Likes und aktiven Support hier auf diesem Kanal. Ich weiß, ich laber immer, wenn die Einblende kommt, aber das ist meine Art. Da ist gerade irgendwo so der Schwarze. Da ist gerade irgendwo so ein schwarzer Benz herumgefahren. Wo ist denn der jetzt hin? Waschlecken. Ah, da hinten ist er. CJ ist wieder da. Und genau, es stimmt, die Light Nuke muss auch noch. Er hat beides gezündet. Scheiße, ich hab den nicht gemessen. Mach die 70 Euro voll, mag keine ungeraden Zahlen. Alter. Du bist ein verrückter Dude. Du bist ein verrückter Dude. Ich küsse dein Herz. Dankeschön. Hinter mir tanzt gerade ein Hund. Meine Freundin heute, for real, Hund, die Haare geschnitten. Hund, sehr haarig. Halber Hund nach dem Haare schneiden im Mülleimer. Ja. Wenn sie so einem richtig buschigen Hund die Haare schneidet, vom Hund ist danach nichts mehr da, aber der halbe Hund liegt im Mistkübel. That's life. Er ruft mich jetzt schon wieder an. Ja. Ich bin's, Wolli. Wolli! Sehe was. Sehe was. Gewollt, dass du auf Anmarkt eingetragen bist? Ja. Wie heißt denn du? Ein Taxi fahre ich heute. Ja. Du fährst ein Anmarkt-Taxi? Ich fahre ein Taxi. Ich habe mich sogar schon bei den Taxi-Unternehmen einkauft. Die haben mir mein Taxi hergerichtet. Okay. Okay, alles klar, dann weiß ich Bescheid. Ja. Ich glaube, neben mir steht ja gerade so ein depperter Cop. Ja. In so einem weißen Ding und glaubt, der ist es, gell? Ja. Das klappt uns dann. Viel Spaß, wollte ich nur Bescheid wissen. Ja, passt. Tschüss. Okay, ciao. Das ist mir zu unbequem da.
So. Liegt mit der Frage, hätte eine Einheit an den Patriots Lust, mit mir eine Motorradstrafe zu besetzen? Na. Gegen einen Identity 6 oder ein Taxi-Kennzeichen. Sally San, danke für 2 Euro, jetzt kriegst du mal nach langem was von mir. Ach, am Hauptplatz. Andi Moritz, du hast angemeldet. Wunderschönen guten Abend, würden Sie das Fenster runter machen, Sir? Wo sie ist? Perfekt, können Sie sich vorstellen, warum ich sie angehalten habe? Na, weiß ich nicht, warum sie mir angehalten haben. Außer ich will meinen Beruf da gerade machen, meinen Job noch gehen. Wissen sie? Warum schauen denn die da drüben so deppert? Können Sie mir das einmal sagen? Konzentrieren Sie sich nur auf mich, Sir. Ich hätte mir gerne einen Führerschein gesehen. Ich habe keinen Führerschein, was willst du von mir? Ja. Ja, Sie haben bestimmt einen Führerschein. Schauen Sie mal nach. Wo wir nicht? Mit dem Taxifahrer. Wo wir nicht? Erst also fahren Sie ohne eine gültige Lizenz. Ich hab keinen Schein und mein Auto ist auch nicht zugelassen, wenn du das wissen willst. Ja? Haben Sie einen Personalausweis für mich? Sehr. Was hab ich? Bitte. Ihnen haben, schenke ich Ihnen. Ja? Mr. Morris. So heiß ich nicht. Fahrzeug aussteigen. So heiß ich nicht, du Gipfel. Ich heiße Norris. Ja? Warten Sie mal ganz kurz, ich bin so heute bei Ihnen. Ja. Darf ich weiterfahren? Warten Sie kurz, Sir. Da kann ich mich selber mit dem Taxi heimfahren. Wir haben meinen Personalausweis zurück, also Sie können weiterfahren, ja? Danke. Feier ich so. Ja, ciao. Ich schau mal dort. Da ist ja keiner daheim. Da drüben. Stehen alle da drüben. Hallo? Buongiorno, mille grazie. Hallo? Hallo? Darf doch nicht wahr sein, dass da keiner ist. Und ist schon wieder hinterm Haus. Da hinten steht ein Auto. Ich spaziere da jetzt rein. Also ich finde das super. Warte, ich mach mir jetzt eine provisorische Zigarre da an. Ja, da steht ein Auto. Wem ist denn das, das Kennzeichen da? Bloater. Bernd Acker. So wieder irgendeiner, ne? Denke ich, die bauen Gitten, Seven, euch noch einen schönen Abend. Was scheppert denn da hinten jetzt schon wieder? Wo stelle ich mich denn da hin? Statt dass von DDR keiner da ist. So, dann stelle ich mich woanders hin.
Schauen wir mal, dass ich irgendwie einen Blitz. Ich hätte mal gern so jemanden, den ich dort schnell irgendwo nachgeiern kann. Und danach irgendwie so die Polizei dazu ruft. Dass ich quasi nur so der stille Verfolger bin auf Distanz. Das wäre irgendwie geil. Haben wir dann Verkehrsraudi. Und ein bisschen anmarkt rumfahren, dass wir uns ein bisschen wohin stellen in der Nische. Na, ich will nicht stehen. Ich will fahren. Lenken 14, 50. Alles gut mit dir? Ja, halbwegs. Es ist schon wieder soweit, Adelheid. Master Sehovic macht einen 1050. Ich hab die Kante nicht gesehen. Da war dann ziemlich fester Front. Mann. Deine Tante ist sicher stolz auf dich. Bitte eine Einheit, Theo. F4 sind jetzt. Ich habe nichts gesagt. Deine Tante ist sicher. Er blitzt nur nach vorne und nicht nach hinten. Ich mach das immer so. Mich triggert das immer. Ich bin über auf Uhr. Das ist nicht mehr mein Gebiet. Mich triggert das immer Uhr, wenn ich nur wenn ich nach vorne und nach hinten schieße. Ich mag das nur, wenn es nach vorne geht. Ja, und bevor jetzt wieder irgendwelche Dirty Comments reinkommen, schiebt euch die wohin. Ah, da haben wir wen. Nein, der fährt langsam. Warum fährt der langsam? War doch nicht nur 62, Mann. Front, away. 87. Und jetzt sind die Heels hochharzen. Hm. Bin mir nicht einmal sicher, ob ich mit 87 den Porsche da geblitzt habe, weil der war übel lame. Ah! Alter. Ich steppert fast den Reshade da rein. Davor, das passiert jetzt irgendwo in einer Verfolgungsjagd, knallt der Reshade rein. So, wo? Ich könnte am Highway meine Kollegen ärgern. Wo könnten die ganzen Autos von den ganzen Leuten irgendwo sein? Wenn schon nicht irgendwo in der Stadt ist. Wir könnten mal schauen Richtung Juwelier. Nationalbank haben wir ja schon gecheckt, ne? Da sind wir schon mittendrin. Wir können. Eine Frage: Könnte eine Einheit mit einem Offroader in Bravesteed zur Tankstelle fahren? Das FD hat keine Offroad-Fahrzeuge und das wäre viel zu weit hoch zu laufen. Kommt dann hoch. Triff sich mit den Bravesteed-Tankstelle. Beim Supreme Court wäre. Danke. Ah, die Marschen sind ja halt irgendwo bei einer Übung. Sonarisch. Heute schlafen sie aber, ne? Booking Sandy, ja, ich wechsle wirklich gleich mein Einsatzgebiet da. Manchmal sind wir flexibel. Rauschigen Highway voll hoch. Ja, schade, dass die Pizzeria, die würde ich ja gerne ein bisschen durchlöchern. Sehovic hat die Kante nicht gesehen. Er ist keine Kante. Plot Twist. Schau, ich bin der einzige Verkehrssünder da. Links 6 mit einem 1086 mit einem Taxi beim Arcadius Tower
mit dem Kennzeichen TC leer 030. Lincoln 15 in einer Verkehrsanhaltung bei 3202 mit einem Charger hinter mir. Ja, fünfmal. Ich fahr extra ein bisschen geschissen herum, damit die Leute auf mich aufmerksam werden. Ja, gut. Ja, ich gebe mein Bestes. Ich gönn's euch. Ne, mach du. Ja, 10-7 Grape, die Tankstelle. Schlappen auf Stativ. Jo. Ich gönn. Was? Ja. Safety fällt gerade in East Terrier auf diesen Support bei euch. Zack. Ist jetzt schon jemand bei der Pizzeria? Ich kann das Kennzeichen vom Kollegen ins Radar locken und wenn ihr ihn blitzt, beziehungsweise das Kennzeichen auf dem Plate wieder kriegt, dann schlägt es aus und ihr wisst, dass es der Kollege ist. Ich finde das ganz gut, dass ich hier und dort kontrolliert werde, weil das lässt es dann irgendwie real wirken. Einmal hin, alles drin. Boah, war der schlecht, Alter. Ja. Real, einmal hin, alles ich drin. Ich hoffe, das ist dir gerade richtig unangenehm, Wrestler. Ja, ich weiß, der war flach wie Norddeutschland. Und ich hoffe, dir ist es jetzt noch unangenehmer. Punkt 1, Stellpunkt Disziplin. Dein Ohren völlig. Er hat gesagt, ihr sollt euch zusammenreißen, das Häusl. So. Warte mal, im Club ist sicher was. Die Eingebung. Ich hab die Eingebung, dass da nichts. Dispatch. Ermittlungsarbeit. Da entschuldigt sich jemand. Brauchtwagenhändler. Vielleicht sind da ein paar Leute. Wenn ich nur wüsste, wo die ganzen Häusler sind. Ja, fahr mal an, wir kommen auch mal dazu. Was haben wir denn da? Hell? Justin Camora. Was haben wir da? GWQ079. Florian Drummer. Die Leute sind so brav, ist ja voll langweilig. Das ist jetzt schön. Sie brauchen nicht anfahren, das FD musst du nur ins Prison reinnehmen und bewusstlos bekommen. Was ist der Funkus Power Nap? Lincoln 15 kümmert sich um den letzten Dispatch zwecks Taxicab. Tja, kommt sicher die Beschwerde. Ah, komm mal, mein Taxi da drüben. Der beschwert sich jetzt sicher, Alter. Schatz, krieg. Das kann nicht sein. Ja, Herr Kollege. Grüße. Ah, da sind Sie ja wieder. Grüße. Grüße. Folgendes Problem. Es sind jetzt schon zwei Leute auf mich zugekommen und haben gefragt, ob sie ein Cop sind. Und musste da quasi schon notlügen. Da die Frage, wie gehen wir denn da jetzt weiter vor? Weil die sitzen mir jetzt im Nacken und wenn die rausfinden natürlich, dass ich denen jetzt Quatsch erzählt habe, stehe ich natürlich doof da. Das Taxicab steht doof da.
weil dann vermutet wird, dass in den Taxen jetzt nur noch Cops sitzen und wir noch weniger zu tun haben. Wie können wir denn da jetzt irgendwie die ganze Sache mal ein bisschen auflockern? Wie sollten die drauf kümmern? Ja, weil sie sich wohl sehr verdächtig am Autohaus verhalten haben. Hä? Ja, da sollen, also sie sollen ihm von der Umgangsform aufgefallen sein. Dann, dass wohl, also so wurde es mir von dem Herrn mitgeteilt, ein Cop ankam am Autohaus, straight auf das Taxi zugegangen ist, es kontrolliert haben soll und dann, ich weiß nicht, abgeschleppt, irgendwie sowas. Und sie sollen dann mit dem Porsche weggefahren sein. Ja. Mit dem bin ich ja dann bei Ihnen gewesen, ne? Ja, genau. Und das macht mir jetzt im Moment ein bisschen Probleme, weil ich jetzt quasi eine Falschaussage gegenüber den Personen getroffen habe. Und welche Personen sind denn das? Naja. Was soll ich Ihnen dazu jetzt sagen? Die Wahrheit. Kann sie ja, kann ja jetzt nicht mich auf beiden Seiten unbeliebt machen. Sie wissen ja, wer mit Ihnen geredet also, hat. Ja, natürlich weiß ich, wer mit mir geredet hat. Nur stehe ich jetzt halt in der Bedrulle, ne? Ist das der Herr mit den weißen Haaren da? Jo. Es wäre möglich. Ich weiß es ja, dass es der ist. Also wie gesagt, für mich ist es ein Problem. Einmal, weil ich eine Falschaussage getroffen habe. Die andere Sache ist halt, weil das Taxi halt dann doof dasteht. Ne? Wir haben im Moment eh schon wenig Aufträge. Und wenn jetzt noch rauskommt, dass Cops mit unseren Taxen unterwegs sind, sieht es halt noch schlimmer aus. Ne? Sie müssen aber wissen, wir machen das schon seit Jahren so. Ist davon weg, dein Head? Ja, okay. Seitdem ich jetzt seit Januar an der Spitze stehe, haben es jetzt bis jetzt nur Herr Underwood einmal gemacht. Und sie. Ja, deswegen gehört ihr öfter gemacht. Sie ist super. Okay. Ja. Gut, wenn es öfters gemacht wird, okay. Dann wusste ich da jetzt soweit noch nichts von. Sagen wir mal so, wir haben heute mit der Mission schon Erfolg gehabt. Also je weniger Verbrecher, desto besser. Ja gut, für sie ist das vollkommen erfolgreich, nur für uns halt nicht, wenn wir davon ausgehen müssen, dass dass der Taxi darunter leidet, ne? Naja, was heißt, sie leiden darunter? Sie können sie einfach nicht wissen. Naja. Ich meine, Hätte ich Ihnen nicht gesagt da oben, dass ich jetzt eine SMS, in der gefragt wird, was ich jetzt gerade so mache, also wäre ich wahrscheinlich verfolgt, also. Ja, dann... Also sagen Sie mir, wie ich jetzt weiter vorgehe, ohne bei denen jetzt doof dazustehen. Gar nichts, Sie spielen einfach selbst jetzt. Sie spielen einfach weiter in ihre Nummer durch, so. Sie können es ja selber nicht wissen. Ja, das ist das Gescheiteste. Propellerflugzeug unten am Flughafen. Naja. Ja, Tempo. Sie werden die Herrschaften schon beruhigen. Sonst beruhigen wir sie früher oder später. Aber. Wie gesagt, sie haben keine handfesten Beweise, gar nichts ums. Soll ich da noch respawnen? Die können es nur vermuten. Na, reicht ja meistens schon, ne? Ja, klar, würde ich. Ja. Na, also von dem her. Naja, schauen wir mal. Ah, das sieht schon. Wurden Sie denn auch schon angesprochen, oder? No. Okay. So. Sub 197, Flugzeug gegen Radar ab. Unser Taxi? Nee, tatsächlich nicht. Ich warte nur auf einen Kollegen, der hat anscheinend drinnen gerade ein Gespräch. Ah. Jo, na. Ja. Kann ich Ihnen nicht sagen, ob da drin wer ist. Das weiß ich nämlich nicht. Das wissen sie nicht. Okay. Ja, wieso ist es? Wieso ist reingegangen und noch nicht rausgekommen. Also müsste theoretisch drin sein. Ja, wie stellen Sie sich das vor, wie das war? Das weiß ich ja nicht. Deswegen.
Wie wie ist denn, dass ich was gesehen habe? Ja, ich habe den meinen Arbeitskollegen da gerade gesehen. Ah, okay. Ja. Warte. Warte. Wir haben da drin jetzt nämlich die ganze Zeit gewartet auf jemanden, aber da ist keiner gekommen. Das ist natürlich nicht so schön. Ja. Panic positiv. Na dann wird die neue Mal. Ja, schönen Abend noch, ne? Schönen Abend. Motiv der Panic kam unten mit dem FD von Steward. Link into the suite, ne? Vasejovic. Next Row mit der Frage, Panic positiv? Link für 678. Keine Rückmeldung. Glück für ledig, ich bin gerade durch die Luft geflogen. Ist der Panic gut, ne? Yep. Sejovic fliegt durch die Luft. Er ist bereits abgehoben Richtung Westen. Sag's euch, heute heute werde ich safe noch einmal einpackt. Heute werde ich 100 pro noch einpackt irgendwo. Da haben wir jemanden, oder? Der fährt auch nicht schnell. Darf doch nicht wahr sein. Bei einem Panic rennt man, aber nicht, wenn er negativ ist. Ich habe ja gewusst, dass er negativ ist. Was sollte denn passieren, wenn das FD ihn gerade behandelt? Jet. Einmal mit Profis. Also ich fahre die ganze Zeit mit Warnblinkern. Wieso fällt mir das nicht auf? Wie habe ich ihn die überhaupt angemacht? Ich meide jetzt einmal den Hauptplatz. Keine Doni-Vorlesung heute. Doch. Heinrich, er fleckt mich einfach wieder dabei, mein Bester. Liebe Grüße an dich und deine Frau. Bleib so, wie du bist. Du hängst. Auf jeden. Ich gebe mein Bestes. Grüße gehen zurück. Ich fahr jetzt mal. Ich schalte jetzt mal einen Gang zurück. Das fahr jetzt nur mal mit 120. 76 zum Westerby Bootsanleger besitzt einmal am Boot, fährt mal die Inseln ab. Undercover herumfahren beim Stream ist halt immer schwer. Ist immer so. So, Black Bricks, ganz liebe, Black Bricksy, danke für 2 Euro und liebe Grüße. So, dann schauen wir mal, dann düfteln wir mal wieder durch die Stadt durch. Ja, sie bauen heute recht wenig Scheiße. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, wo die alle sind. Das Ding am Freitag ist immer, das kommt erst viel später alles. Das ist das Ding. Wenn es am Sonntag streamst, ist jetzt Hölle los. Wenn es unter der Woche streamst, ist Hölle los. Nur Freitag kommt die meisten RP-Server erst so ab 20, 21, 22 Uhr ins Leben. Freitag, Samstag immer. Aber ich könnte mal ins County fahren. Mal schauen, was da so abgeht. Ja, dann ziehe ich mich ein bisschen aus der Stadt zurück. Viele gehen in überteuerte Discos, ihr Geld ausgeben. Ja, das ist halt true. Und das merkst halt. Und viele kommen erst später heim oder weiß nicht, verbringen halt einmal Zeit mit der Family und so jetzt. Kommen dann erst gegen 22 Uhr auf den PC und dann geht's los. Ne? Und dann ist die Nacht offen. Aber ist ja scheißegal. Wir hatten heute schon geile Einsätze und ich brauche nur irgendwie einen, der irgendwo mal rumfährt, aber es fährt keiner rum. Aber das ist halt normal am Freitag. Da haben wir jemanden mit dem Truck. Let's go. Front away. Front away. Front away. Da haben wir hier Fracht, Gefahrengut. Nur der Truck schafft den nicht mehr als sonst. Muss mich dann nur umtragen, zwecks City und County. Er fährt da mitten auf der Spur.
Front, away. Heute habe ich mir auch was bestellt. Heute habe ich mir einen neuen Mikrofonarm bestellt, weil meiner schon so im Arsch ist. Da ist diese Klemmmutter, die das Mikrofon hält, ist einfach so durchknudelt. Ich wollte es halt reparieren mit Schleifpapier, aber das Ding ist hoffnungslos. 132. Da ist ein Tempomaten drin, der fährt ganz schön schwummrig. 138. Informativ an meine geschätzten Kollegen. Ich fahre gerade auf dem East Highway, jetzt Höhe Prison, und habe da einen zu schnellen LKW-Fahrer. Geblitzt habe ich mit 138. Anhaltung müsste wer anders machen, der gerade da ist. Weil ich bin mit einem Undercover-Taxi da. Ja, schnell. Wir sind jetzt Höhe Prison. Jetzt sind wir gleich, sehe die Chance, die Brücke, fährt aber geradeaus weiter. Klippert Abfahrt. Denn vor, Messwert ist 138, auch alles nachvollziehbar. Tempo. Jetzt sind wir Sandy Tankstelle, Autobahn. Jetzt Walmart. Jetzt sind wir bei der Maut. Grenze. Das Maut. Brauchst du ein Backup? Bitte? Wird noch Backup benötigt? Nein, es ist, ich bin da undercover, deswegen ich brauche nur jemanden, der mir den aus dem Verkehr zieht, weil ich kann das nicht machen. Seid ihr bei den Silos, oder? Jetzt sind wir Silo. Der schwarze? Der Truck da, der riesige. Der mit dem Anhänger. Ja, Truck. Und der fährt auch ganz komisch. Also der fährt so links, rechts, wackelt mit dem Anhänger. Prüft's noch mal durch. Halt mit dem Taxi da am Land ist halt ein bisschen doof, sag ich mal so. Da bräuchte ich fast einen Kollegen, der hinten drin sitzt, damit es authentisch wird. Hallo zusammen. Dimo Bolt, wo ist Karl-Heinz und kannst du in seine Akte reinschauen, bitte? Kannst du mich grüßen und meinen Freund Philipp, die Klasse 7a. Ja, Philipp und Timo, liebe Grüße und die ganze Klasse, die 7a. Warte mal. Keine Ahnung, wo Karl-Heinz ist. Ja, go ahead. Die Akte. Ich bin die vorfällig ins County anmachen. Eieiei. Na, Chat, nicht wegen 9 km/h, wegen 8 km/h, bitte. Alter, hab ich den gerade angehalten. Leck, was, der Vater. Guten Abend. So. Haben wir schon wieder so einen Kandidaten? Wie schnell war denn der jetzt? Die fahren alle mit dem Trucker-Job herum. Jetzt check ich's, da fahr ich ja mal auf den Hafen runter. Okay, der hat sich jetzt gerade. Schauen Sie, der hat sich da gerade hingestellt zum Danken. Was haben wir da drüben für ein Exemplar? Da drüben haben wir ein Prachtexemplar, haben wir da hinten. Hätte einer Lust mit mir eine Motorradstrafe zu bilden? Gescheißen. Das war schon wieder der Weißhaarige, gell?
away. Also 111. Der Weißhaarige geht mir echt auf den Schnürsenkel. Aber ich sollte rausfinden, was der bei der Bikerbar macht. Wait a minute. Das ist dieser 107er, ist das. Ich fahre jetzt einmal ein bisschen Offroad. Darf ich ja. Ich meine, das ist ein Crown Vic. Geh den jetzt ein bisschen ausforschen. King 13, 10 8, wie viele Damen, Kollegen? Amen. Amen. Was macht er? Das ist nicht mehr da, gell? Scheiße! Kannst du, ich weiß nicht, wo dein Karl-Heinz ist. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wo der Karl-Heinz ist. Müsst ihr am fragen. Aber ich kann ihn nicht anrufen, weil ich ihn nicht kenne. Mit einem 1096 mit einem Raptor beim Tuner mit dem Kennzeichen PYC leer 240. Du hast angemeldet, Patrick Harris. Ich hab da ein Audi geblitzt mit 163 Richtung Biker Bar. Er müsste Richtung Sandy rein sein. Wie gesagt, ich bin die Undercover-Unit, ich kann sie nicht anhalten. No. Das war ein Audi RS6, so in einem Grau... Grau-Blau. Ich kam gerade von Sandy, wir kommen nichts entgegen. Okay. Also der Besitzer war... Ich habe den vorhin schon an der Bikerbar gesehen, das war so mit einem grauen Pulli und grauen Haare. Ah, der fährt da vorne, fährt er. Vom Walmart ist der jetzt. Braucht da mal eine Unterstützungseinheit. Ja, ich komm hoch. 27 wird am State Prison stehen. Der bleibt jetzt am Walmart, bleibt er stehen. Danke und schön, wenn ich jetzt an sich höre. Also, bitte eine Unit zum Walmart und den Herrn kontrollieren. Habe ich geblitzt dort in der Seitenstraße vom von der Bikerbar mit 163. Ich weiß nicht, ob da 100 oder 80 ist. Das checke ich am besten gleich mal. Ja, ich bin da auch responding. Ja, genau, der Audi war das. Ich schaue mal, ob dort 80 oder 100 ist. Weil wenn es 80 ist, ist der Führerschein weg bei ihm. Die Straße ist durchgehend 100. Auch die Parallelstraße? Also nicht die Parallel, die Gasse, wo du zu dem Bauernhof fährst? Ist auch 100. Dann vor. Dann ist er 63 so drüber. Sag ihn aber, du hast den irgendwo anders geblitzt. Und Bikerbar oder so. Ja, check. Ja, stimmt, da ist 100, also alles gut. K9
kenne ich, wie man eventuell ein Schiffsgebiet hin. Linken sieht jetzt noch ein Schwarzfeld, was ich auch. Oh, ist so. So. Komm mal da wieder rum. Derp, 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 derp. Wo könnten da noch Leute sein? Checken wir mal da ein bisschen ab. Matthias davon ist zusammen mit der David-Einheit auf dem Boot unterwegs, bewaffnet mit Langwaffen. Sollten Dispatchers kommen mit Langwaffen auf dem Wasser, auf dem Schlauch, das sind wir. Was haben die für Mission? Was geht's denn? Möwen schießen? Möwenpick. Motiv, der Herr am R6 ist einsichtig, Strafe bekommen, Code vor. Dann vor. Danke, Fix und Tennis. Erstmal bei einem Raub hinfahren. Täter fragen, ob sie ein Taxi brauchen, das wäre mein Humor. So wie letztens bei dem, den wir festgenommen haben, ne? Ich hab da jetzt in Richtung Grapeseed, habe ich einen roten Mercedes gehabt mit 125. Grapeseed, ja? Grapeseed, der ist jetzt am Flughafen, ist der jetzt. 10-4-24 kommt zu dir, hab nur circa 3 Kilometer. Ich schau, dass ich den irgendwie ein bisschen dran bleib, aber ich muss auf Distanz bleiben. Letzter Sichtkontakt war, wie gesagt, dort beim Flughafen. Ah, ich habe ihn noch. Er dürfte jetzt, warten Sie, bei der Tankstelle eventuell. Ah, er ist weitergefahren. In welche Richtung? Dort Richtung den Bauernhof runter. Der ist da jetzt in diese Seiten, der ist da jetzt zu diesem da hoch, der schau da oben, der Hof da, hinter dir, Kollege, hinter dir. Der ist da oben rein in diese, genau dort in die Scheune dort oben. Dort ist er rein. Ten vor, hab ihn. Geblitzt habe ich ihn mit 125. 125. Legend 34, 1086, Postleitz 899, Grapeseed mit dem Kennzeichen Lilo. Lilo. Müsste Emily Carter sein? Wiederholt? Das müsste Emily Carter sein. Wurde dir zu lassen angemeldet, Emily Carter. Handel denkt auch, er ist ultra unauffällig. Weil er glaubst, ich weiß nicht selber, dass ich im County ultra auffällig bin. Aber schau, es funktioniert. Ich hör den für den Kennzeichen. Jet, es funktioniert. Ich werde mal eher Richtung Balito rausfahren oder so. Ich muss mal wieder mit irgendjemandem ein Gespräch führen. Es muss mehr supported werden, so stelle ich mir Unterhaltung am Freitagabend vor. Hui! Minibase! Danke für 23,45 Euro. Ey, dankeschön, ich küsse dein Herz. Macht denn der da drüben für einen Abflug? Edward 27, 1086 mit einem weißen Ferrari, Kennzeichen 488 GTB, leer. Dort ist der Wish, hat einwärts kurz vor dem Wasserwerk. New Series. Es gehört mehr supported. Minibase hat's gesagt. So eine Scheiße. Geht ihre Zapfsäule? Servus. Ja, jetzt geht's so. Hm. Manchmal trifft ich mit der, ne, die was nicht. Ja.
Ich habe mir heute ein Dach gekauft, ging aufs Haus. Ja, ich habe gerade einen Kunden gehabt, der ist vom Spital, Palito. Habe ich ihn nach Sandy gebracht. Okay. Ja. Ja, schönen Tag noch. Ja, ebenfalls. Lenken fort mit einer Frage, könnt ihr mich da in der Maus schon abholen? Ich... Schade, ich hätte ein Taxi geholt. Na, kannst du fahren, Hauptsache, ich komme hier weg, ja. Schlagfertige Antwort. So, ich fahr mal. Lega 24 hat 1086 beendet. Ich fahre mal Palito raus. Lega 6 und 1086 an. Okay. So. Na, wie gesagt, Mini-Base, Dankeschön. Ich küsse dein Herz. So. Aber meine Community, die supportet eh so aktiv. Die sind eh mega. Also, nichts über meine Community. Die sind so dankbar, großzügig, alles. Ich drücke mal wieder ein bisschen an. Achso. Das wichtig ist, dass ich selber schnell fahre, aber alle anderen anhalt. Front away. Front away. Ja klar, er blitzt mir jetzt halt alles zusammen ab 80, aber ist wurscht. Weil ich sonst immer im County in der Stadt unterwegs bin. Informativ an die Stadteinheiten, mehrere Supersportwagen fahren gerade vom East Highway in der Stadt auch schon Geschwindigkeitsüberschreitung. Live Leon TV, Dankeschön. USA G-League. Front closing. Das ist wieder ein Trucker. Ist es ein echter Trucker oder ist es ein... Ne, der fährt wie ein Kopfloser. Front closing. 100%. Ja. Okay. Ich fahre mal wieder in die Stadt zurück. Hab das Gefühl, dass in der Stadt jetzt ein bisschen mehr Leben ist. So, dann haben wir ihn hier. Gut. Lass mir mal vorbei, hallo. Ich bin der Landvogt. So. Hier Lincoln 24, ich habe gerade etwas entdeckt, was interessant sein könnte für die Kings. Closing. Ne, negativ. King 30, go ahead. Hier eine Scheune in Grapeseed, das sieht aus wie eine Verarbeitung für Kokain. Ich rede nicht von dem großen Haus, eine andere Scheune. Die ist, glaube ich, schon bekannt. Also ich kenne sie. Cheat Andel, Dankeschön fürs VIP werden. Die zweite Scheune in Grapeseed, also ich kannte die noch nicht. Ja, in der Nähe von der Tankstelle. Ja, Kingen ist deutlich nicht unterwegs. Ja, verstanden. So. Echte Taxi-Cops rasen, ja! Würde noch eine Stadteinheit auf Offroader gehen, bitte. Stimmt, da war ich noch nicht.
könnte das machen. Da stand gerade ein Agera. Oh, danke. Link in 1726, der Mission Road nach Fahrzeug. Was hat denn der Agera jetzt da gemacht? Geht mir aber nichts an. Zufällig eine Einheit oben in der Nähe von Palito. Project 7 auf dem Highway. Worum geht's? Du hast bestimmt noch eine Langwaffe für mich im Kofferraum, oder? Bestimmt, ich komme auf Palito. Wo denn genau? What the fuck? Ich komm vorne an, Straße. Die Bootsstreife macht richtig ernst. Zurück in der Position, beziehungsweise ein bisschen weiter nördlich in der. In so einer kleinen Einbuchtung. Find's kacke. Das muss ich im Hobbs noch sagen, dass man keine. Hier genau. Nicht wundern. Link in ZSV nähert sich vom Leuchtturm aus. Das ist auch interessant. Ich bin gerade beim Kartellanwesen vorbeigefahren und da stehen lauter weiße, wahrscheinlich vermutlich Pizzeria-Autos rum. Waren das so weiße Transporter? Transporter, Maybach, alles, ja. Das ist Pizzeria. Die habe ich vorhin auf dem Highway in die Richtung fahren sehen. Komisch, dass die dort aber bei denen am Anwesen sind. Ja, die stehen da schon seit knapp 2 Stunden. Die hatten auch vorhin Feuerwerk, wahrscheinlich Beförderung oder Ähnliches. Linke 49-10-8. Grüße. Servus. Guten Abend. Also ich finde es super. Sie mit einer Frage. Hätte eine Einheit Lust, mit mir eine Motorradschaffe zu bilden? Link in ZSV ist ein VKU hier an Nähe Leuchtturm. Ich warte mal mit dem Herrn aufs Knie. Möchtest du in der City einer bilden? Wenn möglich, ja. Ja klar, können wir machen. Ja, ist einfach. Ist es ein LaFerrari? Das Kartellanwesen verlässt jetzt gerade in roter Ferrari Richtung die Tankstelle West Highway. Vielleicht ist er zu schnell dort unten. Das ist ein roter. Okay. Ha, der wollte rein, kommt nicht rein. Komm schon nicht rein. Frage an die King-Einheit, die noch zur Strecke kommen wollte, nach Grab City. Wie lange brauchen sie noch? Wir haben 1 Kilometer. Jo, aber. Mhm. Jo. Was haben sie denn da schon wieder da? Naja. Schauen wir mal. Weißt du, was ich scheiße finde, dass ich das Schild da oben nicht ausblenden kann, ne? Dass ich, egal wie ich das Licht mache, dass das scheiß Ding da immer angeht. Also das, die Tafel oben bleibt immer an, da müsste ich immer so den Motor ausmachen, so. Muss ich so herumfahren. Das probiere ich einmal, Chat. Warte mal. Gib da mal Vollgas. Jetzt mache ich den Motor aus. Front, closing. Schau, roll ich da so herum. Kannst Benzin sparen. Jet. Benzin sparen mit Andl. Ich zeige euch, wie es geht. Damit die Verfolgungsjagd extra knusprig und lang wird. Ja! Ich könnte mir mit dem vorstellen, wirklich eine geile Verfolgungsjagd zu ballern. Der fährt sich nämlich echt cool, finde ich.
Also ich könnte mir schon vorstellen, mit dem so ein bisschen an jemanden dran zu bleiben. Habe ich jetzt einen Kollegen da hinten am Arsch oder was? Oder wie geil das aussieht, wenn du in die Stadt reinfährst. Ja, ja, stimmt. Ich kann es ja abbauen mit den Extras. Das ist natürlich true. Da muss ich halt nur im Stillstand sein. Aber die Beleuchtung aus wäre halt trotzdem geil. Oben. Licht aus hilft leider nicht. So, jetzt gehe ich nochmal Benzin sparen. Ich höre da echte Sirenen. So. Zurück in der Stadt. Lasst das Stadtleben wieder beginnen. Da war ein Panamera. Ciao, ciao. Jetzt wieder 10-8 und Supervisor am County. Der Stream wird heute auch nicht allzu lang gehen, weil ich heute noch nachher mit kurz Server arbeiten gehe. Das wollten wir über. Wir sind gerade voll am Hustlen. Damit 3-0 jetzt bald endlich fertig wird. Aber wir sind schon sehr weit. Also, ja. Da fällt uns halt auch eine riesen Last von den Schultern, wenn wir das mal fertig kriegen. So. Ich geh mich jetzt wieder unter die Leute mischen. Hauptplatz irgendwo, ich geh jetzt ein bisschen Leute, mit den Leuten reden. So, aber das machen Taxifahrer ja auch. So. Freunde, wie schaut's aus? Schaffen wir heute noch die 10 Likes? Wenn ja, dann ballern sie auf den Abo-Button und auf den Like-Button. Ich denke, ich vom Motivscheuner oder zum Einsatzort an die Detectives übergeben. Ich bin der Detainate. Wenn man am Hauptplatz chillt wäre. Stimmt, ich wollte ja noch. Ah, passt. Okay. Ach. Alles gut. Christiana. Christiana. Buongiorno. Hi. Ob du was zum Essen für mir? Ich glaube, wir haben zu, oder? Momentan geschlossen, ja. Aber ah, was hätten Sie denn gerne? Der Herr bedient Sie gerne. Ja, Pizza hätte ich halt gerne, ne? Ich bin ein riesen Fan von Ihrer Schinkenpizza. Kommst du ein bisschen was für mich? Dann bin ich ja schon zufrieden. Mehr brauche ich nicht. Ich sag immer kurz im Punkt, wo seine Maibach ist. Was? Der steht vor der Pizzeria. Alles klar. So eine Salami. Na, ich krieg drei Ecken Schinken kriege ich bitte. Okay, nur drei Ecken Schinken. Drei Ecken Schinken trage die bitte, ja. Was zum Trinken noch? Ja, zwei Dosen Bull würde ich nehmen. Oder Dodge, so. Dodge, ja, das haben wir. Mm. Und geben's mir noch 7 Liter Wasser. Feuer an der Fließerbank in Palito. Und wieder? Power 8, Bier, irgendwie sowas noch. Bin schon 3-0 wirkeln, ich komme bei gleich. Halt. Link in 33 mit der Frage, könnt ihr mir kurz einen Kennzeichen checken, bitte? Hallo? Was? Paula YC. Bier, Power 8? Na, kein Alkohol für mir. Weiß nicht, saufen du eher da daheim, ne, aber. Jetzt nicht, im Dienst. Okay. Im Dienst, okay. Mein Chef, der ist ein bisschen streng. Ja, ne, macht's mit Taxi. Ich hol kurz das Zeug.
Ich bin gleich wieder da. Ja, best, danke, das ist aber lieb von dir noch. Na, ich muss ehrlich sagen, die beste Pizza in der Stadt, oder? Also, ich weiß nicht, ich bin so andan davon. Dankeschön. Jetzt mal richtig an da, ja. Das freut uns zu hören. Das Geheimnis liegt immer im Teig, ne, bei seiner Pizza, ne? Auch. Das Rezept kommt ja ursprünglich aus Italien. Ja, das ist wirklich, also, das ist sowas Gutes, also wirklich so lässig. Also, ich habe mal gehört, ne, von einem Italiener, dass man bei der Hefe in Teig tut man Bier rein, dass das dann besser geht. Macht sie das auch? Gelegentlich, aber nicht immer. Okay, ja. Guten Abend. Sehr was. Na, was der, aber die Bier in die Hefe, das, mein, das macht schon Sinn, aber ja. Nein, ich würde nur zu gern wissen, was es in eure Pizzen tut, aber ja. Das Geheimnis wäre wahrscheinlich nicht erfahren, ne? Im Leben nicht, wahrscheinlich. Größtes Betriebsgeheimnis, so. Aber falls es beim Taxi nicht mehr klappt, wir suchen immer mal wieder fähige Praktikanten. Na, ich bin schon zufrieden beim Taxi, ne? Ich meine, wisst ihr, was es einmal braucht? Einen Lieferdienst bräuchtet's. Wirklich einen Lieferdienst? Ja. Achso, scheiße. Die Bestellung noch, ne? Ah, mein Gott, warte, lass uns mir mal... Ah, warte, das ist mir zu schwer, uns, lass uns mir das einmal da hinten. Ich kann dir das auch im Kofferraum tun. Ja, warte. So, hau eine hinten. Danke, ich habe mit der Frage, kann man Straßen County ablösen? Jo. Danke, ja. Linke 60 wieder Back to Nate nach vorne. Zwei Red Dots noch, hab ich hinten rein. Ganz schön viel Feuerwerk. Jo, jo. Was denn? Bei uns beim Taxi, da wird nicht nur das Feuerwerk knallt. Frage, wo sind dein Telefon? Vielleicht sollte ich mich beim Taxifahrer bewerben. Na, das hab ich nicht gesagt. Die haben wahrscheinlich kein, ja. 135 Dollar macht's dann bitte. Ja, legst da Trinkgeld drauf, warten Sie mal. Ich stell mir keine Rechnung aus, ne? Bar oder Verrechnung, wie du so bist, willst. Jo, gib mir ein bisschen was für die Kaffeekasse. Oder wie heißt denn das bei euch? Achso, Kaffee ist eh italienisch, also. So, ne? Könntest rein theoretischweise gehen, aber du müsstest ja. Trinkgeld behalten, ich mit den Mitarbeiter, aber. Achso, ja, na, das passt eh, ist eh wurscht, ne? Na, aber das mit dem Bier, das hab ich einmal gehört, ja. Und Herr Cat will, das ist was Gescheites. Kann man machen. Er kann eigentlich aus dem County gehen, aber ja, der aber nicht bei Taxifahren. Na, das kann aber auch witzig sein, gell? Ja, Taxifahren. Vielleicht die Fahrgäste, mit denen schon aber der Taxifahrer soll nichts trinken. Aber ich sag's euch, das mit dem Lieferservice, also ich würde das schon machen, gell? Also, dass ich mir hinten so die Taxi, da die Boxen da hinten reinschmeiß. Und dann fahre ich die herum. Ja, ja. Na, aber ich würde das auch machen, gell? Und dann würde ich die Hälfte bis dorthin essen und dann liefere ich's ab, ne? Das ist dann das meiste Problem bei uns. Du fragst mich dann bitte nicht, wie ich in einem Monat ausschaue, ne? Dann schaue ich halt aus wie der Kugelfisch, ne? Ja. Wie schafft es eigentlich, dass du euch so fit hältst, wenn du da arbeitest, ne? Ich meine, wenn ich von so einer köstlichen Pizza den ganzen Tag umrumgegangen bin, ich meine, der Duft in der Nase heben, ich würde es... Alter, ich... Na, ich wäre Kugelfisch nach 3 Wochen. Ja, ich stehe vor der Pizzeria. Wie macht es das? Wie hält es euch da fit, hey? Wie Sport? Joggen. Am Strand. Joggen am Strand, ja. Ja, ich hab's ein bisschen mit Meniskus, ne? Hast du keinen Mark Schwimmen mehr? Vielleicht? Schwimmen? Es ist sehr gelenkgeschont und sehr gut für den Rücken und für die Ausdauer ebenfalls. Das ist eine gute Idee. Nur ist es, wenn ich mit Pizzen voll gefressen bin, dann gehe ich ja unter. Wobei Fett schwimmt oben, sagt man, ne? Ja, aber mit vollem Magen sollte man trotzdem nicht schwimmen gehen. Ja. Ja, das ist mein Problem. Ich habe immer volle Blunzen, ne? Dann vielleicht direkt nach dem Aufstehen. Ja, da bin ich miert, ne? Da hole ich mich aus, da gehe ich dann nochmal mit dem Hund. Na? Das Problem. Ja, ich gehe immer mit meinem Hund, aber nur in meinem Haus, nicht in der Wohnung, weil rausgehen darf er nicht. Die Hunde vertragen das Wetter da nicht, ne? Es ist ein anderes Klima. Wenn die rausgehen vor die Tiere, dann macht's ja dann links schon eben. Wie geht der Hund dann aufs Klo, wenn er nicht raus darf? Ja, der geht halt in der Wohnung, ne? Oder so ein kleines Körbchen, da macht er rein, das weiß er schon. Das ist ein jahrelanges Training.
Geht's erst mit eurem Hund nicht in der Wohnung oder was? Das höre ich jetzt zum ersten Mal. Ich glaube, Romanov geht auch immer raus, oder zumindest in den Garten ist der nicht raus. Nein, das geht doch nicht. Deswegen kann ich mein Wauz ja niemandem zeigen und mitnehmen, ne? Ich meine, sonst hätte ich ihn eh schon da Rentner einpackt, aber. Oder der untere? Ja, geht halt nicht. Im Kofferraum oder so. Man kann nicht alles haben. Nicht im Kofferraum, was denkt's denn es? Wer tut sein Hund im Kofferraum her? Der weiß er nicht, hinten rein, das. Das hört sich fast. Kombi-Kofferraum. Das hört sich so an, wie wenn sie ihre Schinken aus Hunden herstellen. Würden sie das Viech umbringen oder was? Ja, nein, nein. Nicht bei uns. Schinken ist ja aus Schweinen, ne? Nee, ja, also bei uns werden keine Hunde verarbeitet. Nein. Gut. Ich will gar nicht wissen, wie ein Hund schmeckt. Wisst ihr, wie ein Hund schmeckt? Ich glaube, in Japan wissen die das. Ja, im asiatischen Raum. Ja. Na, bleiben's mal damit weg. Der kennt keinen Hund essen. Ich auch nicht. Verwendet es Pferdesalami? Nee. Kein Pferd? Nee. Kein Gaul? Was dann? Schwein? Schweinesalami aus Italien. Oha. Und wie macht es das, dass die da importiert wird, ohne dass die Italien, Amerika, das ist ja schon ein bisschen ein Sprung, ne? Das ist sehr kostspielig, aber wir machen ja nicht umsonst die beste Pizza hier in der Stadt. Ja, na, das verstehe ich ja. Man sagt es halt die einzigen, ne? Es gibt noch einen anderen Pizzaservice, aber der liefert hier immer an der Ecke. Es gibt noch einen anderen Pizzaservice? Das ist kein Restaurant, das ist ein Lieferdienst, so ein billiger. Was? Mit so Rollern fahren die durch die Gegend und liefern. Ach so! Ja, die kenne ich, die Pizza, die schmeckt nach Arschritzen. Habe ich eh schon mal gegessen. Das ist ja voll die Scheißpizza. Erst wenn ich in eine starke Karton reinbeiße, dann schmeckt's besser. Ich hab bei euch einmal in den Karton reingebissen, das hat besser geschmeckt als die Scheißpizza da drüben. Ja. Wenn man jetzt mal den Vergleich nimmt und jetzt mal ein Stück probiert, also das. Ich kann mich reinlegen. Ja, vielleicht ist da in der Tragen da, schau da. Vielleicht sind da welche drin, im Müll. Ja, sollen wir reinschauen da in die Hitten? Was sind das eigentlich da? Asiatisch? Ja, asiatisch? Nee. Da kommt der. Schauen Sie mal, das sind ja doch. Ich meine, das ist nicht griechisch, bitte, das ist ja asiatisch. Also, ja, also bei mir steht. Ah, wohl, Sekunde. Muss man. Also, auf dem Karton da steht ja. Fuzueng Mushizu. Mushizu? Ja, Fuzueng Mushizu. Ja. Fuzueng Mushizu? Entschuldigen Sie mich kurz. Lesen Sie mal, da steht wirklich, schauen Sie her. Fuzueng und unten steht Mushizu. Tatsächlich. Was haben sie da bestellt? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Das sieht aus wie Fisch. Sind sicher wieder die Fake Fisch, Adidas. Ne? Ey, das geht. Aber da ist ja so ein Fisch abgebildet. Ja, sag ich ja. Na, ich sehe. Na, grüße, guten Tag. Grüße dir. So, ich muss jetzt aber die Pizza essen, solange sie warm ist. Ja, mein Pizza Gott, ein Genuss. Halt oder wenig bei euch. Die Prosciutto ist einfach die beste. Gattung sind von 2009. Na gut, 2009. Ich lasse sie mal. Ne? Haben sie einen schönen Abend, ne? Genießen sie das. Und nicht fett werden mit der Pizza, ne? Weil das mache ich schon. Und grüße an den Hund. Tschüss. Ja, der wird mir gerade die Wohnung vollgeschissen haben. Lecker. Das war wieder lustig, ne? Haben wir wieder gelacht. Der Andl wieder einen Joke gerissen, der wieder schlecht war. Haben wir wieder gelacht, ne? Logisch.
Da hier, ja? Ja. Brauchen Sie ein Taxi? Ein Taxi? Ja, Ihr Auto, das hat gerade nicht so gut ausgeschaut. Brauchen Sie ein Taxi? Ja, das stimmt schon. Ja, zur Versicherung? Ja, steigen Sie ein. Top, top. Hat sich schon eine Unit für den Dispatch Unfall Nürburgring gemeldet? Na gerne, Taxi Cap ist immer für Sie da, gell? Das ist schön, ja. Ich bin tatsächlich noch nie Taxi gefahren. So, was haben Sie mit dem Auto angestellt? Das hat ja gravierend ausgeschaut. Ja, ich weiß auch nicht. Die Handbremse klemmt ein bisschen. Die Handbremse klemmt, um Gottes Willen. Aber die Mechaniker waren gerade nicht da. Irgendwie ist nur einer auch da. Okay. Jojo. Kümmert sich das LAPD nicht darum? Was haben Sie jetzt schon gemacht? Ich habe heute schon einen Truck gekauft und bin mit dem auch schon ein bisschen rumgefahren, hab ein bisschen Geld gemacht, weil irgendwie muss man ja Geld machen. Und ja, das war's eigentlich. Haben Sie jetzt schon ein bisschen Lieferdienst gespielt? Ja. Aber ich hätte auch schon gemacht, nur mit Menschen. Ja, wie verdient man eigentlich im Taxi? Gut, oder wie? Ja. Sagen wir mal so, beim Autohaus, beim Luxusautohaus bin ich jetzt schon ein bisschen neidisch geworden, wie ich dort war. Aber ja, man kann leben. Okay, das ist so schön. Ich meine, Morris hätte vorhin was durchgegeben mit dem Dispatch beim Taxi. William Richards zu lassen, ist sicher. So. Top, dankeschön. Wie viel macht das? Wie ist Ihr Name? Bobby. Bobby. Born Zuname? Miller, also Bobby Miller. Bobby Miller. Ja, ich schreibe Ihnen da Rechnung. Jo. Warten Sie, kann das nicht. Müssen es nehmen. Ich habe jetzt auch 800 Euro gerade dabei. Euro? Ich weiß nicht, ob Sie damit was anfangen. Euro, Euro nehme ich nicht an. Dollar. Dollar nehme ich an, ja. Ja, ja, das damit, damit kann ich schon was machen. Dann bedanke ich mich vielmals. Okay, dann sparen wir die Rechnung. Ja, dankeschön, Herr Miller. Jo, dann noch einen schönen Tag. Ja, schönen Abend. Taxi Cap ist immer und überall. So. Oder der letzte. Weil die Frage gerade vorhin kam, ja, das mit dem Taxicab habe ich erledigt. Hat auch mich betroffen. Jo, danke, ich habe den Dispatch daneben angenommen. Jo, danke, habe ich vergessen. Ich wollte noch zum Trucker runterfahren, ne? Man kennt's, die 800 Euro. Wenn man wieder Rad reinscheißt. So, Chat. Ich fahr jetzt noch zum Hafen runter und dann werde ich schauen. Aber dann werde ich wahrscheinlich auf 3.0 switchen. Dann werde ich noch kurz. Aua! Dann werde ich wahrscheinlich noch kurz meine Freundin streicheln gehen und dann werde ich auf 3.0 wechseln. Ja, damit keiner zu kurz kommt. Echte Leute schießen in der Ocean Steve Garage. Erst lass mich halt. Lass uns mich herumschießen. Also ich habe das wenigstens mit voller Überzeugung gemacht. Und in der Grove habe ich halt noch gar nicht geschaut. Nimmst du uns mit? Nein. Dann, wenn es soweit ist, nehme ich euch öfters mit, ja. Aber jetzt nicht. Adam 40 ist der 97 am Nürburgring. Du hast die Straße abgesperrt.
So, aber Freunde, ich kann euch beruhigen. Wahrscheinlich kommt morgen Abend nochmal ein Stream. Sehr wahrscheinlich. Weil es ist wieder was geplant. Und da wird wahrscheinlich morgen Abend noch einmal ein Stream schallern. Das heißt, es ist, seid nicht traurig, dass heute ein bisschen kürzer ist. War, finde ich, ein kurzer, entspannter, aber geiler Stream, mal was anderes. Habt ihr den Stream bis jetzt auch genossen? Hat euch gefallen? Wenn ja, dann macht's mal ein 1 in den Chat rein. Dann macht's mal gerne ein 1er rein. Und lasst nochmal ein Like da. Und ein Abo, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Und da. Sie besser oder musste sie sich hinlegen? Geht's dir schlecht? Oh. Zeit? Hm. Okay. Schauen wir mal da. Du bringst Kaktor. Mit einem OED-Kennzeichen Vater Richard Anton Lehr 370 auf der Sandy. Wer braucht ein Taxi? Hallo, wer braucht ein Taxi? Ein echtes Taxi. Ein echtes Taxi. Keiner da. Ich dachte, das sind jetzt voll viele. Okay. Die Leute sind alle beim Kartell, bei der US Marshall Übung. Überall. Passt, die Action hat heute ein bisschen gefehlt, muss ja nicht immer. Muss ja nicht immer actionreich sein. Lustig war es trotzdem. Wir hatten eigentlich 2 Festnahmen waren durch uns. Also, oh, hat schon gepasst. Die Action startet wahrscheinlich erst gegen 22, 23 Uhr im Server. 100%. Dass dann auch heute krachen wird irgendwo, aber das habe ich schon, das weiß ich jetzt schon seit... Solange ich RLO betreibe und spiele und mache alles, aber dass man Freitag, Samstag ist immer erst sau spät die Party los. Bin es dann immer gewohnt, weil ich gerne unter der Woche so mache. Aber ja. Ich das Taxi fährt rein. Das ist ja das, was wir brauchen von dir. Dass du selber checkst, okay, ich kann das. Alles klar, super. Dann. Oh, alles Gute. Ja, kein Problem. Hallo? Ja, sehr was. Kann man Ihnen helfen? Na, die Hintertür war offen und ich habe gedacht, ich gehe mal reinschnuppern. Aber schön habt ihr es da. Also ich finde es super.
ja. Einmal stehen bleiben. Einmal stehen bleiben. Was ist denn? Ich hätte gern einmal einen Ausweis von ihm. Mein Ausweis, wohin sie haben? Ja, da die Tür, die war offen und habe immer gleich gedacht, ich gehe mal rein und schau mal. Bitte. Sind sie denn so verzwickt? Ich weiß ja nicht. Bitteschön. Ich frag mich jetzt nicht, dass du... Ja, es ist Morris. Ach so, ich, hallo Kollege. Du Taxifahrer, Alter, hier kriegst du es wieder. Ach, Dankeschön. Mann, ey, jetzt kommt hier einer reingeschmissen. Mein Führerschein hätte ich nicht gekriegt, weil dann hätte ich für meinen Job braucht. Ausweis meine ich, ja. Ja. Du siehst aus wie ein Franz Hecke. Wirklich. Also ohne Scheiß. Also ich habe mich vorher im Spiegel selber gesehen als ein Johnny Depp, Alter. Ja, auch. Oh, ja, gut. Okay, ja, doch. Aber irgendwie dieses Rot an den Backen ist komisch. Ist noch irgendjemand oben oder so, denn ich... Ich weiß es nicht. Ich schau mal rauf. Die Hintertür war offen. Ich hab's gehört, ja. Gesehen, wie ich reagiert hab. Staff 1 löst sich wieder auf. Staff 1, 10-7, 50, David, 10-7. Gute Nacht. Ciao. Link 49 übernimmt den letzten Dispatch. Info. Warte mal, ich muss noch jemanden finden, noch so einen kleinen. Ich muss noch jemanden pranken. Ich bin ehrlich, nein. Weil ich einfach, weil Tom meistens abends ja erst kam. Und da war ich meistens immer verhindert. Einsetzen mit Verkehrsanhaltungen, hab ich es vergessen. Ja, aber. Viel lässig, oder? Aber, falls du Interesse hast, kannst du gerne mal ins. Weil ich finde das. Da habe ich heute ist voll schön da. Und. Hey, Wetter. Lincoln Trench 9, 10, 8, 10, 9, Mission Rock. Da kannst du gerne mal die Zeugenaussage. Wo habt ihr denn eine Kaffeemaschine? Weißt du schon jemanden am Nürburgring? Da haben wir hier vorne. Im Pausenraum. Oh, geil, danke. Und da hab ich eine, ja genau, da vor 3 Stunden. Sagst du, ist das normal, dass bei Oma um das Dach laufen ist? Das Dach ist immer offen, leider, ja. Voll cool. Ja, also bin ich gerade reingekommen, danke. Okay. Sie sind übers Dach reingekommen? Ja. Wieso? Darf ich nicht? Aber wie? Naja, mich hat... Hubschrauber oder sind sie hochgeklettert? Vollschirm. Wieso? Ich hab gedacht, ja, Polizeistation ist ja öffentlicher Ort, ne? Dafür her und mein Kaffee, meine Zolle ja steuern, ne? Hier hinten eigentlich nicht, nur der vordere Bereich, da gibt's auch Kaffee. Jetzt bin ich aber im hinteren Bereich, oder? Ich meine, die Türe war offen, habe ich gedacht, ja, gehen wir halt rein, ne? Ich kann das alles nicht mehr. Wer ist denn der da drüben? Okay. Und aber glauben, ihr Kaffee. Rauszukommen? Naja, aber ihr Kaffee schmeckt wirklich nach Toilettenwasser. Wie ich rauskomme. Ja, durch die Tür da fuhren, oder? Ey, das sind die teuren Arabica-Bohnen, die da jetzt drinnen sind. Also ich hoffe nicht, dass das nach Blöd schmeckt. Na, das schmeckt nach Klospülung. Also das geht gar nicht. Was schaust du mir so an, Herst? Was du. Was? Was tust? Erst was wird? Wie machst du jetzt einen Ballett-Tanz oder was? Morris. Was? Sag mal, was macht der für einen Ballett-Tanz da bitte? Sind wir jetzt da beim Prinzessin Lilifee? Es sieht aber sehr interessant aus. Jetzt sind wir beim Prinzessinnen Lilifee-Tanztermin dort oder was? Mhm. Ja. Irgendwann kriege ich noch einen Rappel mit diesem Jungen. Das ist nicht mehr, wirklich nicht. Er hat schon wieder die falsche Vorlage benutzt. Schon wieder fröhlich. Was? Was ist Wrestler? Genau.
Was ist, Wesla? Ist sein Oberkörper und sein Unterkörper verdreht? Ja. Hieß es. Was? Ich ruf mal das FD. Ah, okay, so sieht's besser aus. Passt. Na, bei mir ist das nur immer ein bisschen. Bei mir schaut er noch immer aus wie ein Minotaurus. Hallo. Oh, danke schön. Na, jetzt schaut's normal aus, ne? Das war gerade echt verstörend. Die letzten zwei Minuten. Jetzt weiß ich, was also hinter den Kulissen bei der Polizei passiert. Das kann ich gleich meinen Kollegen dann erzählen. Frage: Möchte einer der Kollegen, ob er heißt Speed? Arbeiten Sie da? Ich arbeite beim Taxi. Heute arbeitet der Herr Kollege Markus beim Taxi. Ich weiß. Ja, ich bin noch offen. Aber glaub mir, andere Leute haben dafür getötet in diesem Taxi. Oder wollten töten, ja? Was los? Denkst du, er kennt auch schon unser Buch im Büro? Warte mal. Morris, komm mal mit. Für euch immer noch Norris. Norris? Nee, damit verbinde ich zu wenig. Wir haben noch eine Sache, eine neue Sache, die wir dir zeigen müssen. Warte, ich hab's hier drin. Gib mir eine Sekunde. So. Kennst du eigentlich schon das Buch? Den Weg warum sonst? Lies mir mal einen Absatz vor. Und er ging umsonst. Und das war's? Naja, das ist ein kurzes Buch. Wer baut denn so einen Scheiß? Ich bin raus, ich wünsche euch einen schönen Abend. Der Autor ist tatsächlich Marc Fröhlich. Gutes Nächtle. In diesem Buch. Das Buch klingt aber depressiv statt fröhlich. Ja, aber auch der Fröhliche hat irgendwann depressive Tage. Das muss aber... Was ist denn da passiert? Sind die Erdäpfel im Ofen abbrannt oder was? Die Entschuldigung? Die Erdäpfel? Erdäpfel, das sind Kartoffeln, ne? Richtig. Weißt du nicht, was Erdäpfel sind oder was? Ich weiß, was Äpfel sind, ja. Ja, aber ich meine jetzt nicht die Pferdeäpfel. Die sind nicht lecker, ne. Was machen sie denn hier? Seine Nuggets in der Fritteusen verschwunden oder was? Oder was, warum ist der nicht fröhlich? Die liegen drüben. Achso, seine liegen glaube ich auch noch drüben. Oder der hat die gegessen. Was, seine liegen drüben, die hole ich mir. Ja, hol sie dir. Was habt ihr auch, Morris? Danke, Fröhlich, für deine Nuggets! Der ist schon am Schlafen. Feig. Die werden verbrannt, hast du gut gemacht. Feige Sau. Hast du gut gemacht, die werden sonst verbrannt. Link 49, letzten Dispatch abgearbeitet. Edward 18, 10-8, Highspeed City. Ja, guck mal, Wally. Komm mal her. Nee. 10 vor, guten Abend hier. Erst Wally. Nee. Auch dir einen guten Abend. Sag mal, die Büroarbeit, gell? Also am Schreibtisch, das war immer die schrecklichste Arbeit von allen damals noch, ne? Überhaupt nicht. Doch. Also ich bin. Deiner Meinung nach? Ich liebe es. Ich muss ehrlich sagen, wenn du mich siehst, dann bin ich entweder auf Schreifen oder 24/7 in diesem Büro mit dem Tablet in der Hand. Na, also ich finde Büroarbeit so am Schreibtisch sitzen, das ist das Schrecklichste. Ja, aber das ist ja, guck mal, das ist ja das Geile, ne? Manche Leute haben halt so und die anderen so. Na, also ich finde also, wenn ich jetzt, ich kann mich noch erinnern, ich habe meinen Dienst gehabt, da war ich so in County-Uniform und habe ein Büro, das hat so gejuckt und das war so richtig scheiße. Also gute Nacht, ihr Hübschen. Was für County, Annett? Na, nix. Kollege, was für Autos brauchst du bei dir? Ich glaube, der mag die Arbeit ganz bestimmt nicht. Was, Büroarbeit? Mhm. Auch wie du es falsch machst. Ja, naja. Bitte? Wir haben hier einen Bugatti stehen. Ich mach's nicht falsch. Randys, Conny, wenn Vegetarier sterben, beißen sie dann dennoch gerne ins Gras? Ja, wir lernen ja immer wieder alle dazu. Wenn du aus deinem Auto völlig respawnen. Gott, das ist schrecklich. Aktuell haben wir zwei Reifenwagen. Mach dich wieder auf. Ich geh auf Highspeed. Später. Highspeed haben wir. Später. Zweiter Highspeed ist auf dem Weg. Was hat der für einen Funknamen? Was hat der gesagt? Lincoln 40? Lincoln 20. Oh. Lincoln 24, 1050. Nein, bitte nicht.
Benchia, er hat's beschworen. Das ist deine Zukunft. So wird's aussehen. Also ich ich wünsche dir viel Spaß am Eis. Ja, wenn es ein Master Seovic heute schon. Er hat die Kante übersehen heute. Bitte. Der ist so wirklich Seovic, wirklich. Und das weißt du, dass es mich jetzt noch mehr stutzig macht, dass jetzt eine Highspeed besetzen gegangen ist. Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich übersieht er jetzt den Kieselstein oder so. Ja, und dann fliegt er erstmal drei Saltos durch die Luft, ne? Er hat vorhin einen Panic-Button geschoben, weil er beim Bergen vom FD anscheinend über den Berg geschossen worden ist. Negativ PD-Brücke. Wir haben auch die Kante übersehen, ne? Da war der Panic-Button drin, alle responden hin und dann kam im Funk nur so: ich bin durch die Luft geflogen. Das hab ich auch gehört, ja. Was ein Heisel. Oh, ich bin endlich fertig mit der ganzen Scheiße hier. Ich muss raus. Na, das ist der beste Job. Ja, ich sag dir ehrlich. Also, ohne Scheiß. Manche Leute haben auch keine Lust einfach auf PK. Alles okay. Bereiten wir für jedes Fahrzeug ein. Aber ich hab damit absolut kein Problem. Ich feier das. Deshalb auch die Highspeed-Zolls, die hyperkrass sind. I'll be your man. Da bin ich voll drin. Die eine MK5 ist schon abgezogen. Ich weiß, da bist du nicht der Mann. Wenn ich auf das Bock habe, dann melde ich mich bei der Frau Harrisite und lass mich den ganzen Tag dort sklaven, Alter. Und trage fett hinten das Klassenbuch und die Akten hinterher, Alter. Aber Morris, das ist ja das Witzige. Wir leben alle in einer Symbiose. Und ich glaube, das ist auch gut so. Ich lebe in meiner Highspeed Unit, Alter, und in meinem Darksee. Ja. Da lebe ich. Ich muss raus, ich fahr jetzt auch Streife, Alter, ich kann das alles nicht mehr. Mach das. Situation, natürlich mit dir, Brücke, Code 4, na passt, dann haust dich über die Häuser. Ja, du ja. Geh, Zapfen streichen ist um 0 Uhr. Lenke zu dir mit der Frage an die City Units, könnte eine Einheit deines neuen County bitte wieder wechseln? Linken 1510-7. Da waren, glaube ich, gerade jetzt zwei. Einer reicht aber. PCAB. PCAD, bitte. So, Freunde der Sonne. Also, linken 49 würde sich anbieten, sagen wir es mal so. Jo, dann mach das mal gerne. Dann 10, Link 49, 10, 19, Mission RPG und Wechselfahrzeug. Jawohl, gehen wir mal außer Dienst. War heute erfolgreicher Taxi-Einsatz. Ja! Warum liegt da, ist die Umkleide voller Blut? Will ich's wissen? Nein, wir wollen es nicht wissen. Freunde, was soll ich sagen? Danke für den geilen Stream. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, so wie mir. Und wir sehen uns wahrscheinlich morgen beim nächsten wieder, ne? Seid dabei in Schiamade. Drückt auf den Abo-Button, haut auf die Glocke. Vergesst nicht, ein Like da zu lassen. Vergesst nicht, nach dem Stream unten noch einen Kommentar da zu lassen, wie euch das Style gefällt. Ob wir wie Johnny Depp ausschauen oder nicht. Was glaubt ihr, wird morgen passieren? Gute Frage, gell? Ja, in diesem Sinne, liebe Freunde, werden wir uns einmal wirklich über die Häuser hauen. Ich wünsche euch noch eine gute Nacht. Wir werden jetzt noch aktiv arbeiten gehen und ja, dann, damit 3-0 bald einmal blüht, würde ich sagen. Gute Nacht, Freunde. Schlaft alle gut. Bis morgen. Bis demnächst. Passen Sie auf sich auf. Checkt noch Discord und Instagram ab. Ich küsse alle eure Herzen. Danke für den Support und den kostenpflichtigen sowie kostenlosen Support. Macht es gut. Gute Nacht. Ciao. Servus. CJ darf auch noch einmal kurz einen Senf dazu geben. Ja, da kommt er schon. Ne? Alle deppert. Gute Nacht, Freunde, gute Nacht, gute Nacht. Buona notte, buona serata. Und weil es euch gewünscht habt, dass ich winke, mache ich das hier im RP. Gefangen. Echte Taxifahrer gehen jetzt außer Dienst. Tschüss.